Im Verein steht schon lange in dem Konfliktfeld oder die Bienenhaltung mit dem Pflanzenschutz. Ne? Das ist nur ein Problem, seitdem man Schädlingsbekämpfung mit irgendwelchen Stoffen macht, sei es ganz früher mit Arsen oder später mit Nikotin und nach dem oder während dem Zweiten Weltkrieg dann mit DDT. Hintergrund dieser ganzen Problematik, die ich heute schwerpunktmäßig behandeln möchte, ist, was steckt hinter dieser Begrifflichkeit, ist ja überhaupt nicht bienengefährlich. Ne? Ihr seid draußen und nehmt mal einfach die Rapsblüte, ihr begegnet einem Landwirt mit der Spritze im Feld beim Schnellstill, Prachtflug und jetzt wollt ihr den da vom Schlepper runterholen. Und was in Frankreich zurzeit passiert, ne? Also die Franzosen, die können zum Teil nur noch Montag, Dienstags, Donnerstags und Freitagvormittags auf den Acker zum Spritzen. Ansonsten kommen die Mütter und holen die aus ihrem Traktor. Ich glaube das nicht. Das sind nämlich die Imker, die das nicht wollen, sondern in Frankreich bewegt sich da sehr viel. Das kriegen wir nicht so richtig mit. Teilweise wird natürlich auch Horrorzeug erzählt, aber gleiche Sensibilität dabei, auch Frankreich war ja früher ganz anders. Die waren, also wenn es bei uns was nicht gegeben hat, dann sind die Landwirte bei uns über Grenzen, haben es dort gekauft. Und jetzt sind die Franzosen die wirklich innerhalb von Europa die schlimmsten Anforderungen an Pflanzenschutz, an Bienenschutz und an Insektenschutz machen. Also das ist gerade umgekehrt. Nur so viel zum Hintergrund. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte, was war, also DDT und E605 haben dazu geführt, sind ja Kontaktgifte, haben dazu geführt, dass alle Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden, in der Landwirtschaft geprüft werden müssen und klassifiziert werden. In B1, in B4, bis B4. Und ich erkläre euch das nur mal ganz grob, dass ihr einfach ein bisschen, da muss man einfach machen. Das ist ein bisschen trockene Theorie. Logisch, B1 ist Ihnen gefährlich. Dieses B2 müsst ihr nochmal euch richtig verinnerlichen. Da geht es darum, dass etwas toxisch ist für eine gewisse Zeit und dann nicht mehr. Das heißt, nach Bienenflug, also das kann schon, wenn es kühl genug ist, schon um 14 Uhr sein, nach Bienenflug und vor. Nach Beendigung des Bienenflugs, aber vor 22 Uhr, weil über Nacht das gewisse Zeit braucht, um dann an Toxizität zu verlieren, aber die Schädlinge auch über Nacht aktiv sind zum Teil und dann getroffen werden. Dieses B2 ist sehr rar, ja, weil das natürlich auch bei der Landwirt gewisse Situationen auslässt, weil dann heißt es ja, die spritzen nachts, ne? Und dann machen sie dann was Illegales. Ne? Ja, also das geht mal weg von uns hin, weil es bei der Bevölkerung passiert, wenn die nachts auf dem Acker rumfahren. Ne? Machen die da was Verbotenes. Ne? Das sind auch bei denen Probleme, das den Bürgern und dem allgemeinen Publikum plausibel zu machen, dass sie jetzt da nachts in ein Feld rein müssen. Horst, haben wir hier. Horst ist ein Imker und was bist du? Diplom Agrarlandwirt oder was? So nicht. Also ich habe Landwirtschaft gelernt, ich habe die Landwirtschaftsmeisterprüfung gemacht und ich habe viele Jahre große Betriebe verwaltet. Ich habe keinen eigenen Betrieb. Verwalter ist wie Fußballtrainer, solange sie gute Ernten machen, sind sie gut. Ne? Fußballtrainer, wenn er Tore schießt, ist er gut. Haben sie eine Missernte durch Wetter und so, hat der Verwalter Schuld und dann kann er weiterziehen. Ich war immer bei Großindustriellen beschäftigt, die ihr Geld dort angelegt haben in den Ländereien und dann muss es ja bewirtschaftet werden, also braucht man einen Verwalter, der das dann macht. So, damit haben wir natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt. Der letzte Betrieb, den ich verwaltet habe, waren 560 Hektar und dann 5 Angestellte und da muss also als Verwalter auch ein bisschen schriftlich machen, damit sie dem Mann, der auf der Spritze sitzt, eben das auch schriftlich in die Hand geben und der muss es dann ab.
abhaken, dass es so ausgeführt hat. Jeder, der heute eine Spritze führt, muss einen Sachkundeausweis haben, ansonsten darf er gar keine Pflanzenschutzmittel ausbringen. Und ich zum Beispiel, ich habe einen Sachkundeausweis, ich könnte jetzt auch noch hingehen und Pflanzenschutzmittel kaufen, aber wenn ich den nicht habe, kriege ich keine Pflanzenschutzmittel. Wenn Sie als Privatmann in so einen Baumarkt gehen, können Sie all diesen Scheiß ohne Fachkunde und ohne Sachkunde, können Sie das alles kaufen. Dann würde man sich ihren Garten schützen. Du es nicht ablenkt und sagst, die anderen sind unser Problem. Nein. Ja. Es geht ja um den Dialog. Und damit, also man müsste so ein bisschen. Aber diese Einstufung gibt es dann auch B3. Das ist jetzt zum Beispiel diese neonicotinoiden Saatgutbeizung und betrifft das. Da ist man davon ausgegangen, dass diese Wirkstoffe nie zu den Bienen kommen. Also braucht man sie auch nicht testen, ob sie Bienen gefährlich sind. Ja? Das ist die Krux. Also das ist eine spezielle Nummer da, dieses B3, weil man davon ausgeht, die Bienen kommen nicht damit in Kontakt. Später kommt da noch mehr drauf, aber merkt euch das, dieses B3. Und dann natürlich dieses B4, mit dem wir es eigentlich hier, und da gehen wir ein bisschen tiefer drauf ein, also das B4. Was heißt das? Bienen ungefährlich. Wir brauchen dazu einen Parameter, um das auch festzulegen. Also es wird getestet, ob das bienenungefährlich ist. Und jetzt verwechselt nicht die Zulassung, warum etwas bienenungefährlich ist, sondern den Parameter bei der Fragestellung, wann ist jetzt das der Vergiftung und wann nicht. Ja? Aber was steckt dahinter? Ein Bienenvolk kann einfach aufgrund der Legefähigkeit der Königin, weil sie 500 oder 1000 Eier in 24 Stunden legt und praktisch nach 21 Tagen ja auch diese Menge Bienen täglich schlüpft, täglich 500 neue Bienen, ne, kann der Bienenvolk gewisses Schädigung wegstecken. Und das ist der Haupthintergrund, dass eine Blütenspritzung als bienenungefährlich überhaupt möglich ist. Wir bringen sozusagen ein Opfer oder unsere Bienen, dass die ihren Schädling bekämpfen können. Das muss euch auch klar sein in dem Dialog. Also dass etwas ein Schädling total killt und die Biene überhaupt nichts macht. Überhaupt nichts. Das könnt ihr euch, das müssen wir uns alle verabschieden. Das ist nicht so. Ja? Ich habe jetzt, wir reden ja über den Dialog mit der Landwirtschaft, ja. Folgendes hinter mir in diesem Jahr, da ging es um die Spritzung der Rapsblüte und es gab einen Kongress in Luxemburg von Agrarwissenschaftlern. Egal, ich habe das einem Landwirt, der die Blüte gespritzt hat, erzählt, was es für Alternativen gibt. Und da gehört sowas auch dazu, weil die Antwort war, mich anschauen und zu sagen, und das glauben Sie. Ja, okay. Stopp, an dem Punkt müssen wir jetzt kurz unterbrechen, weil ich bin noch gar nicht da, wo Sie schon sind. Ich will Ihnen einfach... Ich bin auch noch nicht dort. Ich bin da, um sowas weiterzugehen, weil das schriftlich ist. Dass ich was herzeigen kann. Das will ich jetzt. Okay. Sie sind einfach zu schnell. Ja. Vorhin haben Sie gemerkt, Sie sind im falschen Film jetzt. Mit falsch verstehen. Ich brauche gewisse. Ich muss Sie mitnehmen bei dem, was ich im Kopf habe. Ja. Ich muss Sie mitnehmen, das geht nicht anders. Ja. Aber wir kommen da. Also ich gehe gern auf Ihr Ding nachher nochmal drauf ein. Gern nicht, will es jetzt weg. Aber so. Also wie gesagt, das Ganze ist letzten Endes ein Kompromiss. Ja, also ein Kompromiss in der Hinsicht, dass Insektizide Insekten töten und die Bienen das verkraften. Aber nicht als Einzelbiene, sondern als Volk. Ja, weil eine gewisse Menge Bienen täglich nachkommt. Und das ist auch gut so, denn das hat auch dazu geführt, dass Bienen über Millionen von Jahren Eiszeit überlebt haben, Vulkanausbrüche, schwefelige Luft, eine ganze Klump, was es so draußen gibt in der Natur, ohne dass wir Menschen da irgendwas gemacht haben. Die sind ja schon älter wie mir. Doch, ja. Übrigens, versteht er mich da mit meinem Badisch?
Da muss ich ein bisschen in meine erste, also Badisch ist meine Muttersprache, aber Deutsch ist meine erste Fremdsprache. Ne? So, diese NN410 führe ich jetzt hier das erste Mal auf. Die zeigt nachher, wo der Schuh drückt. Merkt euch einfach dieses NN410, das braucht ihr für diesen Dialog, wo stehen die Beweise. Dass es doch nicht immer so ist, wie dies. Die Bienen in den Ländern, da müsst ihr auch wissen, die sind natürlich auch geschult. Da gibt es ja auch solche Leute, wie ich jetzt als Imkerlobbyist da euch fit mache, gibt es auch welche, die sagen, Schädlingsbekämpfung machen wir so. Oder kann man so machen. Ja, die Länder wollen ja wissen, wie man das managt und dass es möglichst wenig kostet. Also wenn es um die Frage geht, sind jetzt diese Bienen, die ich da vor meinem Bienenkasten habe, vergiftet oder nicht, muss mir einen Maßstab haben. Und dieser Maßstab nennt sich LD50. Und der war nach der DDT-Zeit LD50-24, das heißt LD50-Wert, das ist das, was nach 24 Stunden noch lebt, also 50% der Bienen, also meine 100 Bienen, und nach 24 Stunden sind von denen die Hälfte weg, dann ist das der LD50er, also die Menge Gift, die sozusagen die Hälfte der Bienen wegsteckt. Heute haben wir einen LD50-48 und um es vorneweg zu sagen, die heutige Pflanzenschutzmittel bräuchte eigentlich LD72 oder 96. Da sind wir wieder dort, wo wir schon mal waren. Für die, die jetzt mit Rechnen mitkommen. Ich weiß, dass Rechnen schwer ist. Mein alter Spruch, den kennt ihr ja, ne? 70% der Bevölkerung haben ein Problem mit Prozentrechnen und die anderen 40% wissen nicht, wie es geht. So, also für diese Kontaktgifte aus der Generation DDT und E605 waren diese LD5024 optimal, dabei haben die Imker keine Probleme gehabt und die Landwirte, es war ein schönes, gutes Miteinander. War richtig tolle Zeit. Das war die Zeit, als ich mich als entschieden habe, ich will von der Biene leben oder ich kann es. Es funktioniert. So. Jetzt muss ich gucken, wo wir sind. Aber es gilt es heute immer noch. Ja? Ich bin ja schon weiter. Also haben wir mit diesen Parametern, die es damals richtig waren, die heutige Pflanzenschutzmittel noch im Griff? Haben wir die Probleme damit noch im Griff? Und das ist eigentlich die Generalfrage, die hinter dem Dialog mit dem Landwirt steht. Weil mir geht es darum, dass parallel zu dem, was ihr mit dem Landwirt macht, eigentlich unsere Attacke und unser Angriff nicht bei der Anwender liegt, sondern da, was man denen sagt, ihr dürft es verwenden. Diese Legalität muss wiederhergestellt werden, dass die sagen können, ich darf das und wir auch damit leben können, also mit unserem Beitrag, wie hoch das sein soll. Und wenn der halt so weit ist, dass wir irgendwann im Herbst keine Bienen mehr in der Bienenkiste haben, dann ist was falsch. Die Rückstandsproblematik sollten wir vielleicht auch nicht ganz vergessen dabei. Ja, aber den Landwirt interessiert das nicht. Aber mich. Ja, wenn dich das interessiert, dann musst du eigentlich die logische Konsequenz sagen, seit deinem Landwirt sagen, sicher versichert du mir, dass du nichts machst. Und ich gehe dahin. Also ihr müsst sozusagen miteinander einen Deal machen. Oder nicht. Und dann musst du wegbleiben. Das Problem ist aber, da hält die Biene gar nicht im Griff, wo die hingehen. Gerade in Baden-Württemberg mit unserer kleinen strukturierten Fläche ist das ein Thema. Wenn ich dann auf den Hof gehe, wo ein Schlag 25, 30 Hektar an einem Stück hat, da sehe ich das Problem nicht so groß. Aber die sind ja auch die wirkliche Rechner. Ne? Ohne jetzt die Landwirte zu besser. In der kleinstrukturierten Gegend, da haben wir die größeren Probleme. Da wo der Horst herkommt, da sagt er, ja, da sind ein paar schwarze Schafe, aber das weiß man, da geht man immer hin. Wenn da einer mal Scheiße macht auf gut Deutsch, dann ist auch mit Spaß. Dann so gehe ich zu dem, der mich mag oder meine Biene mag. Aber das ist nicht immer möglich. Manche können sich das auch nicht aussuchen.
Ich habe das Glück, dass mir dem Rast ausweichen können, aber andere haben das nicht. Vielleicht weiß ich deswegen auch, wie toll Bienenvölker sein können, wenn sie keinen Rast haben. Das ist vielleicht der Unterschied. Vielleicht. Jo. Das B3. Ne? Also das B4 habt ihr kapiert, diese Mechanismen. Ne? Wir kommen nachher noch darauf zurück, wo er das findet, wo das das schwarz auf weiß zu, also wo das auch nicht, das ist ja keine Erfindung von mir und von irgendwelchen anderen Gegnern von Bayer und Co., sondern das kann man irgendwo nachlesen. Ja, aber wie du da dran kommst, das bin ich, weil die Sackgutbehandlungen sind ein Thema seit wann genau, wer weiß es? 2008. Ja, 2008 ist das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Sozusagen das Tschernobyl der Imkerei. Da auf dieser Homepage, also bvl.de und bde, dort, wer jetzt will, kann auch gleich mich folgen, damit er auch weiß, dass das, was ich da zeige, ihr habt hier ein freies WLAN. Ihr könnt jetzt mal mit euren Handys mit mir zusammen mal in die Tiefen der rechtlichen oder textlichen Geschichten eintauchen. Und das könnt ihr dann auch, wenn ihr die Links speichert, wenn ihr dann mal wirklich so mit einem Stammtisch, das macht man nicht auf dem Acker, wo vielleicht bei dem zu Hause oder auch vielleicht auf dem Acker, ist egal. Bei uns im Schwarzwald ist immer ein Problem, da hat man nicht überall Handy empfangen. Hier haben wir es. Geht dann mal da rein. So, was will das nicht? So, dann taucht, also da oben, ne, nochmal dvl.bund.de. Ne, dann kommt ihr auf diese Seite. Habt ihr die? Das ist vielleicht nicht so schnell. Vielleicht auch nicht. Und dann geht ihr hier auf Pflanzenschutzmittel. Also nochmal die Webadresse. Groß, dass sie jeder sieht. Kann ich weitermachen? Und dann geht er hier auf Pflanzenschutzmittel. Oder ihr könnt auch gleich hier unten reingehen, je nachdem wer jetzt was für ein Fenster hat. Und dann seht ihr dieses Feld. Hier sind sehr viele Sachen aufgelistet. Da sind auch Daten und Datenbank und weiß ich was alles rein. Wir können in eine Online-Datenbank. Da geht er dann auf diesen Icon. Hier, Online-Datenbank, dann kommt das Feld. Ich bin jetzt da schon ein bisschen weiter. Also es gibt einmal Handelsbezeichnungen, man kann also nach Handelsbezeichnungen suchen oder nach Wirkstoffen. Und bei den Smartphones müsst ihr jetzt da fürchterlich runter, geht er da auf diesen Haken hier hinten, ja, und gebt mal Vizcaya an. Vizcaya ist ein Produkt, ein Insektizid, das im Raps verbreitet, verwendet wurde, oder? Ist rum, ja? Hast nicht. Ja, machen wir das. Ja. Und dann taucht das da auf. Ihr merkt schon, man muss das so richtig, es ist nicht bequem gemacht, aber wenn man, dafür haben wir das YouTube jetzt, ne? Da könnt ihr das alles nochmal üben daran. Und dann haben wir hier zwei verschiedene Links. Man kann also einmal, das sieht man jetzt auch schon, dass das ein Wirkstoff ist und dass es ein Insektizid ist. Man sieht nicht, dass das Neonicotinoid ist, Thiaclopid. Das ist jetzt wieder das, was bei mir im Kopf ist und bei euch noch nicht. Oder vielleicht bei manchen schon. Also Neonicotinoide. Gibt es verschiedene Wirkstoffnamen. Das erste, was es damals gab, war Imidacloprid, Clothianidin, Thiacloprid, Thiamethoxam, also das darf man nicht verwechseln, wobei Thiamethoxam nichts anderes ist, wie zwei Clothianidins aneinander gebastelt. Und dann gibt es noch Acetamiprid. Und was noch hast, was fällt noch? Es gibt noch eins, aber das.
die ganz neue. Sulfoxaflor zum Beispiel. Ja. Sulfoxaflor ist jetzt schon wieder, also Neonics sind eigentlich out. Ja? Weil die Imker das Wort Neonic mit geschafft haben und da muss man auch alle, die da mitgelegt haben, Danke sagen. Wir haben es geschafft, dass das aus der Imker-Szene nicht positiv besetzt ist. Ich bin vorsichtig von mir. Ja. Wir sind in Neonics heißt, selbst Politiker haben das Neonic einfacher aussprechen können wie Clothianidin. Ja. Da gibt es Videos, wo der Landwirtschaftsminister Bader Wedderbeck interviewt war, und noch nicht auf der Zunge gehabt. Bei mir konnte es schon lange. Ne? Und Sulfoxaflor ist auch schon schwer. Ne? Wie heißt das andere da? Das Cyanzypyr? Annette? Cyanzypyr oder wie heißt es? Cyanzypyr. Senna, ich lerne. Hm? Das sind die Werkstoffnamen, nicht die Produktnamen. Und als wir in 2002, da gibt es noch Plätze, du kannst in die erste Reihe. Danke. Bei ARD und ZDF. Ja, und du kommst auch nochmal in YouTube. Ja. Dich sieht man jetzt, wenn du da reinlaufst. Zu spät vorher. Wo war ich jetzt? Diese Neonics, ja. Diesen Namen. Die Franzosen haben, also 94 sind die Neonics das erste Mal auf dem europäischen Markt eingesetzt worden. Und die Franzosen haben einen Fehler gemacht. Die Franzosen haben sich eingeschossen auf den Produktnamen Gaucho. Also Gaucho, die Franzosen haben Gaucho. Und die haben nur von Gaucho geredet. So wie, ich komme später noch drauf, wie wir in Deutschland mal nur von Insegar geredet haben. Das war auch nur ein Produktname. Und Imidacloprid war der Wirkstoff von Gaucho. Ja? Und das Clothianidin hat Poncho geheißen. Und wenn ihr von 2008 was mitgetan habt, habt ihr nie das Wort Poncho gehört, sondern immer nur Clothianidin. Weil, warum? Wir haben gelernt von der Franzose, wenn man sich nur auf den Produktnamen einschießt, dann ist das ein Angriff auf den Hersteller. Aber in Wirklichkeit haben wir einen Angriff gemacht auf die Zulassungsbehörden, weil das war ja alles legal. Und wenn du einen Angriff machst auf den Hersteller, dann gibt es Fronten. Ne? Und dann sagen die Hersteller, ja, das Gaucho hat er Verbote und die anderen Imidacloprid-Werkstoffe, die lasst er frei rumlaufen. Ne? Ungerecht. Und die Franzosen haben praktisch Bayer mit dem MG im Visier gehabt und haben gar nicht gemerkt, dass Syngenta da nebenher weitermacht. Also haben wir lernen müssen, mit der Wirkstoffnahme zu operieren. Und dabei hat Syngenta aus Clothianidin, weil wir mit Clothianidin gekämpft haben, hat Syngenta aus Clothianidin Thiamethoxam gemacht. Und Thiamethoxam ist praktisch der Zwilling von Clothianidin. Es sind also zwei Clothianidin aneinander gebastelt zum Thiamethoxam. Und da war dann wieder dieses Schachmatt auf gut Deutsch, dass die wieder gesagt haben, ja, Thiamethoxam ist ja zweimal Clothianidin und Syngenta ist wieder aus der Schusslinie gewesen. Wenn ich das damals gewusst hätte, ich habe gleich noch Syngenta-Aktie gekauft. Ja? Lachsch. Aber dann hätte ich auf zwei Hochzeiten tanzen müssen. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffe. Ja. Und Syngenta ist ja nicht deutsch. Und ich war ja, wir waren damals dann mit Bayer fixiert wieder. Ne? Also, da war es aber so, dass damals in 2008 tatsächlich nur Bayer im Oberrhein-Grabe beteiligt waren. Das waren nur Bayer. Und da war es berechtigt. Also, das war ein kleiner Ausflug zu diesen Begrifflichkeiten. Wir gehen jetzt auf dieses Vizcaya, nicht auf die Zulassungsnummer. Wenn er da drauf geht, seht ihr die Anwendungen, wo es überall erlaubt ist oder zugelassen. Wir gehen auf Vizcaya und dann kommt das Datenblatt von Vizcaya. Da gibt es eine Zulassungsnummer, da
der Zulassungsinhaber, Spire Crop Science, also gar nicht so unrecht, was ich gemacht habe, Insektizid, Thiaclopid, und dann hat es da jede Menge Kennzeichnungen, Gefährlichkeiten, Dispersion in Öl, wie hoch das dosiert ist und so weiter. Und da unten sind dann so Hinweise. Das tue ich jetzt gar nicht alles durch, kaum mit euch. Ich gehe aber einfach mal da runter, ein Stück runter. Ja, der Weg schon. Wenn man da runter scrollt, dann kommen diese Bienensachen, die kommen ziemlich unten. Und da seht ihr dann das NB6641. Das ist heutzutage der Begriff für dieses, ich mach's mal groß, für dieses bienenungefährlich. Ja? Da steht es sozusagen. Das ist nicht bienengefährlich in der Einstufe in Klammer B4. Ja? Da habt ihr den Beweis. Also da findet man das. Ne? Aber du musst mir das ganze andere angucken. Der darf nicht einmal mit der offenen Kabine das rausbringen. Rein heftig. Oder seine Klappe hinlaufen. Dann spritzt. So, übertrieben. Also die Benutzer haben schon ein Problem. Ist es nur nicht. Was hier noch ist, die höchst zulässige Aufwandmenge. Ja, da komme ich nochmal mit dem. Das hast du mir ja gesteckt da mit dem. Mit der Überlappung daher, ja. Dass das Rad also nicht doppelt ist. Ja, also an den Stellen, wo die jetzt, sagen wir mal, aus dem Acker rausfahren, umdrehen. Da gibt es dann mitunter die Gefahr, dass da manche Pflanzen zweimal was abkriegen. Und wenn der nachts spritzt und seine Spur nicht halten kann, vielleicht noch ein Bier getrunken hat, kann es noch schlimmer werden. Aber da hat er selber einen Schaden, wenn er nicht in der Fahrkasse bleibt. Diese Überlappungsgeschichten sind Teile, aber das sind ja jetzt so bezogen auf einen großen Acker. Das zeige ich jetzt mal fast, da kann man Muck aus dem Elefant machen, aber das ist nicht unbedingt so das Potenzial. Aber dann, wenn wir es noch was anderes haben, da komme ich später noch drauf. Man hat ja ganz andere Probleme. Ich spritze und der Acker ist fertig und ich habe noch 100 Liter im Tank. So, die müsste ich normalerweise dann irgendwo aufbewahren. So, und das macht kein Mensch. Und dann schaltet man eben den Druck ein bisschen runter und fährt einen Gang schneller. Und dann wird es allen aufgebracht und dann ist man in dieser Fläche über der höchst zulässigen Dosierung. Und das, ja, das kann sein. Ja, aber das ist doch gar nicht zulässig. Es ist ja so, wir tun das gar nicht weiter, Entschuldigung, wenn ich da reinhau. Es ist so, ja, jetzt muss ich sagen, also wenn wir da den Dialog haben, gehe ich jetzt einfach von mir aus. Ne? Und wenn ich da so bin als Verbandsfuzzi und das im Namen vom Brustumverbund mache, dann kommen die alle und dann muss ich auch sagen, wer von euch fahrt immer 70, wenn da 70 am Straßenrand steht? Wer ist das? Und ab wann ist das 70 wirklich ein Thema? Ja? Wir wollen nicht da. Das passiert, glaube ich. Und wer parkt schon, wenn man nur mal da draußen guckt, wie es parken, ja, täglich ist. Ja, ja, ja. Und wer werden den Rohrmittel an die zugelassen wird? Ja, weil der Rohrmittel ist aber so, dass wenn wir was in die Bienenvölker reinkippen, was dann, da kommen sie als auch, ihr macht ja auch Blödsinn. Ne? Wir tun ja, wenn wir die Varroa bekämpfen, egal mit was jetzt, ne? Monsanto, Bayer, sonst was, oder auch Ameisensäure, wenn wir was reinmachen in unsere Biene, dann tun wir niemanden anderen schädigen. Hier haben wir es aber schon mal mit dem zu tun, dass der Landwirt zwar seinen Acker behandelt, ja, aber der ist eben nicht im Glashaus, sondern, und er will ja unsere Bienen. Und das ist, sind ja eigentlich froh. Da gibt's ja, also ich gehe jetzt gar nicht auf das Thema, wie viel mehr Ertrag der kriegt durch Bestäubung. Da könnt ihr auch mal in Privatsprech machen, wie müsst ihr euch merken. 15.30 Uhr möchte ich den Stefan Scheurer hören, ja, der ja sozusagen der Doktorvater von Dr. Liebig war, ist. Ne? Das ist so Gutenberg-Geschichte, die ist auch interessant. Und wir bleiben jetzt einfach mal noch bei diesem Bing. Und wenn ihr jetzt da schon eine Weile geguckt habt, manche haben es schon entdeckt, da oben ist das NN410 versteckt. Und was dort steht, das mache ich jetzt auch nochmal groß, da steht, das Mittel wird als schädigend für Populationen der Bestäuberinsekten eingestuft. Und jetzt?
von Bienensterben reden? Sind es alle nur immer Honigbienen oder wenn es dann durch eine Blütenspritzung irgendwelche rote Mauerbienen verschwinden? Was ist das? Abtritt? Sonst was? Also, Bestäuberinsekten gefährlich ist es. Und da meine ich, da müssen wir schon mal ansetzen. Spätestens da kann man sagen zu den Leuten, pass mal auf. Ne? Das ist der Beweis für mich, dass es Schädigungen gibt. Also hier haben wir sozusagen die Antwort auf das, dass das nicht ganz spurlos an unserer Honigbiene vorbeigeht. Ja. Jetzt muss ich aber dann nochmal fragen, gegen welche Schädlinge wird das Mittel in die Blüte gespritzt? Das können Sie, langsam, das können Sie, wenn Sie jetzt zurückgingen und wir sind halt auf Biscaya, war neben dran so eine Nummer. Wenn Sie dort reingehen, dann sehen Sie, das wurde überall angewendet werden darf. Und in welche Mengen und so. Ja, aber dann machen wir das bis heute Nacht um 12. Dann nee, aber normalerweise wird ja im Raps gegen Schädlinge gespritzt vor der Blüte. Also Rapsgaskäfer. Wir reden von Biscaya in die Blüte. Ja. Aber gegen wen? Okay, ich gucke nach. Das müssen Sie, nochmal, jetzt kommen wir an den Punkt, dass Sie den Landwirt fragen dürfen, Horst, ne? Er muss es wissen und er muss es Ihnen auch theoretisch, wenn er einen vernünftigen Dialog machen will mit Ihnen, muss er Ihnen sagen, was er da in seinem Köbel drin hat. Dann sagt er Ihnen die Namen der Produkte und nicht die Wirkstoffe. Manchmal wissen es auch die Wirkstoffe, aber die handeln mit dem Namen. Und dann macht er eine Fungizidbehandlung. Die macht er in die Blüte. Und die ist auch bienenunfährlich. Ja, jetzt können wir natürlich die ganze Fungizide runter machen und teilweise hast du das bei denen. Das dürft ihr machen zu Hause. Ja, ihr müsst auch was tun. Ich habe es auch gemacht, Leute. Ich habe viel damit mich beschäftigt. Man muss nachlesen. Und ihr müsst dem sagen, sag mir den Produktnamen und dann holst du dein Smartphone raus und gehst eben. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier. Und dann seht ihr, hat er NN410 oder nicht? Das Fungizid. Nicht mir. Mir geht es jetzt auch darum, also ein bisschen abzukürzen mit den Kampfbegriffen, die wir bisher verwendet haben und warum wir diese Kampfbegriffe benutzt haben. Oder diese Schlagargumentation. Der Kampfbegriff ist ja schon der falsche Ausdruck. Weil mit dem Kampfbegriff macht ja schon keinen Dialog mehr. Sondern, ja. Aber wenn der merkt, dass ihr euch ein bisschen besser auskennt, als euer Gegenüber, und sagt, sag mal, wie der Wirkstoff heißt, wie der geschrieben wird. Switch. Oder sag mal ein paar Fungizidnamen, die gängig sind zurzeit. Weißt du nicht, Horst ist nicht drin, der will lieber Bienen machen wie Ackerbau. Also ich habe. Eins von den wichtigsten ist Boskalid. Ja, Boskalid. Ich gucke mir das auch immer erst alles an, aber es ist so, wer schon mit einem hochroten Kopf das Fell stört und auch die Lande zustört, hat schon mal schnell Dicker. Ich denke, wir haben alle so viel Verständnis für diese Sachen, dass der auch nur eigentlich seine Pflicht tut und oder seinen Bestand retten will, dass man in einen vernünftigen Dialog mit ihm tritt. Und das ist wichtig. Und das setzt natürlich voraus, dass man gewisse Kenntnisse hat. Wir stellen unsere Bienen nur dort bei Landwirten auf, die erstmal eine gute Ausbildung haben. Ne? Und das haben alle Betriebe in Schleswig-Holstein. Wir haben so große Betriebe, da kann keiner einen Betrieb leiten mit einem Schulabschluss oder so. Es geht gar nicht. Die sind alle sehr gut ausgebildet. Und wir haben ein Schreiben verfasst, wenn wir zu den Bienen dorthin stellen. Wenn er das akzeptiert, dann können wir auch Bienen einstellen, denn er sagt uns einen Tag vorher Bescheid, er muss morgen spritzen und sagt uns auch mit welchen Mitteln. Wenn dann etwas passiert, dann können wir den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Spritzmittel und Bienensterben herstellen und das ist entscheidend vor Gericht. So, und dann werden die auch schon vorsichtiger, muss ich sagen. Und wer so etwas nicht macht, der kriegt damit. Langsam war das ein Problem jetzt gerade. Moment, wir machen das mit Mikro, dass wir es auch in YouTube alle hören. Ja? Tut mir leid, aber das ist wichtig, finde ich. Da geht es uns aber in Rheinland-Pfalz so ähnlich wie hier in Baden-Württemberg, dass wir eben sehr kleine Flächen haben. Und ich habe einen Umkreis, also wenn ich nur den Kilometer nehme, da habe ich also hunderte Flächen und habe auch jede Menge Landbesitzer, jede Menge Landwirte und kann niemand nachweisen, wo der Stoff herkommt, wer es gemacht hat. Ja, langsam. Aber du verhandelst mit einem Partner.
mit dem, denn ja, wenn, es sei denn, du hast deine Bienen zu Hause stehen und das ist das Dorfproblem, ja. So, aber normalerweise, wenn ich jetzt aktiv die Biene irgendwo bewege, auch in Baden-Württemberg oder in Pfalz, und ich fahre mit den Bienen zum Rapsacker, rede ich mit einem Grundstückseigentümer und dann hast du einen, Hasch. Also was ich dieses Jahr gemacht habe, ist, dass ich wirklich eine Annonce geschrieben habe in der Bauernzeitung. Biete, nee, suche Winterraps ohne Blütenspritzung, biete Bestäubung durch Bienenvölker. Und da haben sich tatsächlich welche gemeldet, und zwar auch genug, dass es für mich gereicht hat, ihnen einen Rapsacker nur zu stellen, wenn keine Spritzung im Blütenstand stattfindet. Es freut mich, dass du das jetzt sagst und nicht, weil der Bernhard Häufel, den haben wir dafür den goldenen Stachel gegeben, weil er nämlich genau das richtig praktiziert hat und auch nach außen kam und uns gezeigt hat, dass es funktioniert. Aber du bist jetzt ein Jahr zu spät. Schon hättest du ihn haben können. Leute, das ist, das, sein Beitrag ist eigentlich das Essentielle. Wir machen das schon viel länger noch. Ja, passt. Aber wir haben andere Bedingungen, das weißt du auch, du warst auch schon bei uns. Du kommst ja zu uns, wenn die Sonne noch im Frühling scheint, ne, und du nutzt das auch und weißt ja auch, wie wir ticken, ne, oder unsere Landwirte. So viel, also das ist ein sehr guter Beitrag. Redet mit denen und da fangt es nämlich an. Aber du musst natürlich, und das ist entscheidend, wenn das sagt, ich mache nur Bienenungefährliches, ja, dann geht's los. Also ihr könnt nicht euch in dem sagen, der macht da nichts oder der sagt, ich mache nichts ungefährliches. Hier, ne? Genau, also an der Fahrspur seht ihr, ob er ehrlich ist oder nicht. Das ist auch so ein Ding. Wir machen mal ein Stück weiter, da kommen noch vielleicht mehr Dinge, weil ich bin nicht immer da, nochmal, auch das YouTube darf nicht zu so ewig lang gehen, ich möchte den Herrn Scheurer hören, den habe ich 15 Jahre das erste Mal hier gehört, und jetzt möchte ich auch der Kram noch ein Ledigbuch von ihm. Also was soll das, ne? Also hier vor allen Dingen, Moment, hier vor allen Dingen, das ist ja interessant, insbesondere zum Schutz von Wildbienen, in den Abendstunden erfolgen. Also hier haben wir sozusagen die B4-Auflage zur B2-Auflage gemacht. Also abends. Nach Bienenflug. Genau. Das war ja mein Ziel, euch das klar zu machen, dass hier was schon mal. Aber wir haben hier die Schützenhilfe, Argumentationen, die braucht man. Dass ihr wisst, natürlich können wir nicht auf dem NM410 rumreiten. Ja, passt. Entscheiden werden, die. Du bist kompetent, du darfst mit dem Mikro, du darfst es behalten. Das Entscheidende an diesem 410 ist, dass es dort steht, sollte. Das verpflichtet niemanden. Sollte verpflichtet niemanden. Und deswegen ist es ist völlig unwirksam, diese NM410. Ja, jetzt vergleichen wir das wieder mit unserer Parksituation von Donnerhalle. Man sollte sich an die Verkehrsschilder halten. Und jetzt, wer von euch, der eigentlich will, dass der Landwirt sich auch an die Regeln haltet, tut richtig parken. Ich hoffe, ihr habt alle eure Autos in der Gabewiese. Deswegen haben wir gesagt, wir bringen einen Shuttle-Service. Also wir machen die Brücke. Ne? An dem Punkt müsst ihr einfach mal sagen, wie weit bin ich selber bereit, mache ich alles, was er. Die Franzosen haben da so einen tollen Begriff. Ne? In Frankreich ist alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, erlaubt. In Deutschland ist alles, was nicht erlaubt ist, verboten. Zweierlei Sachen. Das ist genauso wie kostenlos und umsonst. Ist dasselbe? Wer glaubt, dass es dasselbe ist? Ihr kennt meine Witze schon. Ja? Und du bist am Sonntag schon gekommen. Für mich war es ein kostenlos. So. Jo. Noch einen. Wir gehen da auf Mospilan-Tandemstäbchen. Also jetzt sind wir beim Baumarkt. Ja? Also Mospilan gibt es als Werkstoff zum Spritzen. Da heißt es Mospilan SG. Aber wir können die Tandemstäbchen durchmachen. Ne, Rübster, ganz schnell, Acetamibrid ist da der Werkstoff, da haben wir wieder ein NB663, also ein anderes B4 wie das vorhin, ja? Beziehungsweise B3. Aufgrund der Anwendung muss diese Stäbchen werden in die Blumenkübel reingedrückt und man glaubt,
das kommt nicht zu den Bienen. Weil der Wirkstoff in die Erde gemacht wird und die Biene dann gar nicht auf der Pflanze rumläuft und sich dort damit kontaminiert wird. Aber Mospilan SE, also das, was der Horst früher in seinen Traktor reingekippt hat, das ist flüssig, das ist jetzt das Mittel, das heute praktisch anstelle von Biscaya benutzt wird. Das ist eine neue Generation von Neonicotinoiden, weil irgendwann fangen diese Insektizide nicht mehr an zu wecken, weil die Schädlinge resistent werden und Abwehrmechanismen entwickeln. Jetzt sind wir aber da. Also es gibt natürlich auch von der Biene Anpassungen und bei den Schädlingen Anpassungen. Und deswegen müssen die einmal wieder andere Wirkstoffe benutzen. Hier haben wir Acetamiprid. Acetamiprid ist ein Tick toxischer wie Thiacloprid. Bei Acetamiprid darf man schon lange nicht mehr alles mischen, was man mit Thiacloprid mischen konnte. Also Wirkstoffe mischen. Fungizid und Insektizid zusammen machen in einen Tank, damit man nicht zweimal auf den Acker fährt. Oder man macht eine Fungizidbehandlung und die kostet ja 70 Euro pro Hektar, richtig? Ne? So ungefähr. Und die Insektizidbehandlung kostet 12 Euro das Pflanzenschutzmittel pro Hektar. Wenn man also diese 12 Euro oder 70 dazu macht und das Ausbringen kostet ja auch noch Geld und Zeit. Also macht es Sinn, ackerbautechnisch, nicht imkerlich, sondern ackerbautechnisch macht es Sinn, diese beiden Stoffe zu kombinieren in eine sogenannte Tankmischung. Ja? Und diese Tankmischungen sind eigentlich schon das erste Dilemma. Zugelassen sind sie zwar oder geduldet werden sie, aber wirklich geprüft sind nur gewisse Tankmischungen, nicht alle. Und da auch wieder nur in der zugelassenen Aufwandsmenge. Und jetzt machen wir mal schon das durch, der Acetamiprid. Schauen wir mal, NN6641, da haben wir dasselbe wie vorhin. Ne? Brauche ich nicht weiter wiederholen. Und hier haben wir NN410. Mitter. Auch wieder dasselbe Text wie vorhin beim Biscaya. Also beide Insektizide in der Rastbilde haben beide neonicotinoide Insektizide, muss ich es richtig sagen, haben NN410 Auflagen. Aber hier steht auch noch bei der Tankmischung, dass es mit Fungiziden nicht mit gewisse Sachen nicht gemischt werden dürfen. Das ist die NN66. Ja, diese Azol, also es gibt auch bei den Fungiziden genauso wie bei den Insektiziden die Einstufungen in Neonicotinoide oder Pyrethroide, was gibt es noch für Insektizide? Ne, Pyrethroide sind so die bekanntesten, das war die schönste Zeit der Imkerei, als Pyrethroide bei der Blütebehandlung benutzt wurde, oder? Ja, die waren ja nicht lange besser. Ja, das ist das Problem, ja. Also da hat man recht schnell Resistenzen gehabt, aber auch weil sie es zur Rolle benutzt haben. Ne? Ja. Problemlos, also hauen wir drauf. Ne? Vollkaskoversicherung. Das ist ja das, was auch bei der Landwirt so die Mentalität ist, es ist erlaubt. Kostet nur 12 Euro mehr. Ne? Und je nachdem, wie das Budget ist, ne? Du hast halt Chefs gehabt, die haben auf die Finger geguckt. Ne? Aber wenn du beim Daimler von Montag bis Freitag schaffst und am Samstag einen Rapsanbau machst, kommt es auf das Cent nicht so an. Ne? Da wird alles gemacht, was geht. Ja. Aber die grundsätzliche Frage, wie weit denn die Wasserlöslichkeit irgendwie berücksichtigt ist, niemals, oder? Das sind ja zulassungstechnische Sachen. Genau. Die sind ja, da ist ja schon das alles passiert. Ja. Die sind auch in den Datenblättern irgendwo zu finden. Tut mir leid, ich bin jetzt nur auf der Spur, was ist für die Imker im Argumentationsbereich wichtig, weil man da jetzt noch diese ganze Rückstands- und Fettlöslichkeit oder wasserlöslich, das macht es alles nur noch, also da brauche ich euch die Köpfe bis morgen früh noch mehr. Wir brauchen dieses Wissen, das ist richtig, das ist sozusagen dann der fortgeschrittene Kurs von dem, was er heute erfahrt. Ja? Was? Frank? Ganz interessante Geschichte jetzt bei diesem... Warte mal, vielleicht kann einer als mal Assistent spielen, und weil ich hätte gern, dass zumindest vom Sound her jeder hört, was diese Fragen sind. Also was ganz interessant ist bei diesen Fungizidmischungen, die in der Rapsblütenspritzung angewendet werden, die Fungizidmischung dann mit dem Thiacloprid als Beispiel, da hat es von der Firma Rapol, Rapol ist ein
Zusammenschluss von Rapssaatgut Erzeugern eine Untersuchung gegeben, dass also in den letzten 10 Jahren in den Betrieben, die sie dabei unter die Lupe genommen haben, diese Tankmischung Fungizid und Insektizid in 9 von 10 Fällen für die Betriebe unwirtschaftlich waren. Das haben die also ihren eigenen Händler. Lass mich da dazu was sagen. Das ist das, was ich, das wäre jetzt noch gekommen. Also wir haben praktisch nur noch 5%, richtig? Ist es richtig, dass um die 5% mehr Ertragssicherung ist, wenn du zum Fungizid noch einen Insekt hast? Naja, es geht ja eigentlich bei der Fungizidspritze, da geht es um den Rapskrebs, da geht es um eine Ertragsabsicherung von 20-25%. Ja. Und weil sie dann einmal halt auf dem Schlag sind und das Tiergebiet und letztendlich nur 10 Euro kostet, also sie sind bei der Fungizidspritze über 50 Euro ungefähr pro Hektar und letztendlich bringt es dann nur 10 Euro mehr. Sie wollen dann verhindern, dass wenn sie dann hinterher nach 2 Wochen noch eine Spritzempfehlung kriegen, nochmal wieder in den Schlag rein müssen. Aber wie gesagt, untersucht ist jetzt halt, und das war ziemlich breit aufgebaut, in Hunderten von Betrieben, also dass es sich betriebswirtschaftlich nur 1 von 10 Jahren gerechnet hat. Ich kann dir für dieses Argument, das unterstützt ja das, was mir sagen, wenn der andere sagt, ich tue doch nichts Gefährliches. Ne? Ja? Und praktisch sein ganzes Munitionskiste da in den Tank reinpackt. Ja, aber wir haben ja akut das Problem, das kennt Horst auch, das kennen wir alle, wenn in Rathamau-Gebieten der erste Landwirt vom Hof fährt mit der Spritze und es die anderen aus dem Fenster sehen, dann ist das magisch. Nein, eigentlich müsste er ganz groß draufschreiben, ich habe nur Fungizide drin. Ja. Dann wird es sich vielleicht lohnen. So, Horst. Ja. Also, es wird immer argumentiert mit diesen 10 Euro, die man dann einfach so dazu zumischt. Wir müssen halt alle mit dem Spitzenbleistift rechnen und wir haben Betriebe, die haben 300, 400 Hektar Raps und wenn das nur 10 Euro pro Hektar sind, dann sind es dann letztendlich auch 3000 Euro, die man einsparen kann. Aber es ist ganz anders, verhält es sich mit diesen Fungiziden, das ist der Rapskrebs oder Weichstängeligkeit. Wie man sagt, der Befall ist in den Jahren ganz unterschiedlich. Ja? Und in ganz engen Rapsfruchtfolgen, wo also alle 3 Jahre Raps kommen, pflügt man nämlich in, genau in dem Jahr, wo der nächste Raps kommt, die alten Rapsstängel nach oben. So, und die, diese Sporen bleiben in diesen alten Rapsstängeln und dann bilden sich solche kleinen Pilzchen da. Und wenn die platzen, schleudern sie diese Sporen nach oben. Und die Sporen setzen sich an den Stängeln des Rapses nieder und besonders in den Blattachseln. Und daher resultierte auch diese alte Blütenspritzung, weil man nicht bis unten in den Bestand hinein sprühen konnte, hat man in die Blüte gespritzt. Und das sollte ja dann passieren, wenn die Hauptblüte offen gegangen ist. Wenn jetzt diese Blüten abfallen, fallen die nach unten, es bleiben ganz, die sind dann mit dem Spritzmittel kontaminiert und die fallen nach unten und bleiben in den Blattachseln von dem Stängel hängen. Und diese unwahrscheinlich geringe Menge an Wirkstoff bewirkt, dass die Pflanze von diesem Rapskrebs oder Weißstängeligkeit nicht befallen wird. Und das ist von Jahr zu Jahr, ist es also gewaltig abhängig vom Wetter. Und die Pflanzenschutzmittel-Warndienste, die gehen, also wenn es akut ist, kommt die jeden Tag raus. Sie können die also immer nachlesen. Wird ganz bestimmt darauf hingewiesen, dass solche Spritzungen nicht gemacht werden brauchen. Oder nicht gemacht werden soll. Das Problem ist ja das, dass wir kennen. Wir nicht diese ackerbauliche Empfehlung, sondern so, also als Imker habe ich, du bist ja sattelfest. Aber das sind so die Ausnahmen. Frank ist mittlerweile auch sattelfest. Ja, ja, aber diese App, ja, die kann ja jeder haben und die kommt immer automatisch lesen als Medien. Ist ein Ofer, ja, das ist diese ganzen Empfehlungen. Ne? Pflanzenbauliche Empfehlungen. Genau, und es ist ja nicht nur so, dass dann 2 Mittel gespritzt werden, sondern um noch ein bisschen Düngung zu machen, tut man dort AHL dazwischen. Das, ja, das AHL, das habe ich jetzt auf dem Schirm. Ach, du, okay. Du, jetzt da das AHL. Ja. AHL nennt sich's. Wenn ihr jetzt nach AHL googelt, dann findet ihr da den Begriff Ammoniumnitrat-Harnstofflösung, also ein Dünger, Flüssigdünger.
Und der ist ja überhaupt, der hat ja das weder ein Insekt gezielt, noch ein Punkt gezielt, ist eigentlich was harmloses. Ist so wie, ja, da gibt es noch Wirkstoffverstärker, die gibt es auch noch. Also wenn Sie sowas reinmachen, dann wird aus diesem Bienenunfährliche, weil das noch einen Kleber hat, ne, richtig, wird das dann ein Problem. Und da fehlt an dem Tag, wo dann die AHL im, sei es jetzt nur in der Fungizidbehandlung, ohne Insektizid, wird es trotzdem ein Bienenproblem. Also, das AHL, Frage gleich, machst du als immer das AHL noch mit rein? Oder kannst du das AHL, ist jetzt die Frage an dich, kann man das nicht schon bei der Vorblütespritzung machen? Oder macht es dort keinen Sinn? Ja, das würde dann ja wieder ein, das würde dann wieder eine zusätzliche Überfahrt sein, die dann auch immerhin pro Hektar so um die 20 Euro kostet. Und die ist so teuer, ich erspreche. Und man macht dieses AHL ja nur wieder rein, um letzten Endes, wenn die Pflanze gestresst ist durch Trockenheit und so weiter und die Nährstoffe aus dem Boden nicht aufnehmen kann, dann gibt man AHL dazu, das wird über das Blatt aufgenommen und man hat also praktisch eine Stickstoffdüngung über das Blatt. Und das bringt also gerade auch bei Getreide, da kann das also schon mal bis zu 5 und 10 Doppelzentner pro Hektar mehr Ertrag ausmachen. Ja, und das, deswegen wird es gemacht. Und wir hatten selbst also einen Schaden gehabt, da waren 7 Liter AHL pro Hektar zugemischt und das war also von vornherein eigentlich schon zu viel. Das hätten also 3 auch gereicht. Und wir hatten dann auch eine starke Vergiftung, alles Bienenohren, gefährliche Mittel gespritzt, AHL dazu getan und alle Flugbienen waren tot. Und dann noch in der besten Flugzeit zwischen 10 und 12 Uhr. Und jetzt wart also der Pflanzenschutzdienst immer schon, wenn das ansteht, dass das mit AHL zumischen unterlassen werden sollte. Ne? Das, die haben wir auch ausgelernt. Also Fungizide ohne AHL. Ja. Und Insektizide sprechen. So, also gut. Haben wir wieder was dran. So, auf jeden Fall, an dem Thema lassen wir jetzt mal noch einen Punkt offen. Ich denke, da sind wir eigentlich ziemlich durch. Gibt es jetzt dazu noch irgendwo ein bisschen Verständnisprobleme oder könnt ihr mir so ein bisschen folgen, was diese ganze Schwierigkeit, ich tue ja nichts Gefährliches, hinterrichtet hat. Bei deiner Geschichte, wenn du jetzt sagst, ich habe meine Biene in meinem Garten, aber die fliege immer irgendwo hin, da wäre es nicht schlecht, wenn du mal, da gibt es ja einen Kreisbauernverband und einen Ortsbauernverband, hingehen, reich mal, vielleicht einfach mal einen runden Tisch, vielleicht auch mal ein Bier spendieren, um zu sagen, du mir, ich möchte uns mal mit dir unterhalten. Als Vertreter der anderen Landwirte. Und wenn du merkst, dass du da ein bisschen mehr auf dem Ding hast, dann hilft es. Also dann müsstest du es schon ein bisschen vertiefen. Wie gesagt, das steht in YouTube, deswegen machen wir es in YouTube. Dann kannst halt du sagen, guck da mal das da an, ne? Das YouTube. Ja? Dann versteht das vielleicht auch. Also, ne? So. Jetzt, vorhin habe ich es ja vom Insegar gehabt, also von einem Produkt. Ein Insektizid, das ein ganz spezielles ist. Und zwar, die waren ja genial, da gibt es also Insektenschädlinge, die nur als Raupe ein Problem machen. Und es gibt Insekten, die, da ist erst der Schmetterling sozusagen das Problem. Ne? Die, wo fliegen, die Raupe, die macht gar nichts an der Pflanze. Die frisst zwar immer ein bisschen Grünes weg. Und das ist zum Beispiel ein Boxbauproblem. Ich kenne jetzt da nicht die Schädlingsgeschichte, aber ich weiß, dass Insegar da gern benutzt wird, weil es integrierter Pflanzenschutz heißt. Dort tut man praktisch einen Nützling am Leben lassen und nur den Schädling durch diese sogenannte Häutungshämmer einsetzt. Das heißt, das ist ein Insektizid, das greift dort ein, wo die Larve zur Biene wird, beziehungsweise zum Schmetterling. Eine Metamorphose ist ein Begriff. Diese Metamorphose wird gestört. Und als das Insegar auf den Markt gekommen ist zum Prüfen, das war kurz nach der DDT-Zeit, ne, hat man das auf erwachsene Bienen getestet und eben nicht den eigentlich vom Hersteller gezielten Wirkstoff,
auf die Brut. Es war auch eine Bedingung bei der Zulassung, das zu testen. Und was haben wir gehabt? Riesenprobleme. Und bis hier die Zulassungsbehörde akzeptiert hat, dass sie hier einen Fehler gemacht haben, dieselbe Fehler, wie sie bei der Beizen gemacht haben, dass sie nämlich nicht die Sämaschine auf dem Schirm gehabt haben, das ist eine harte Nummer gewesen für uns. Und viele, die gar nicht im Obstbau waren, die haben die Imker, die im Obstbau Schäden haben durch Insega, gar nicht verstanden. Und es ist ja schwer, einem Journalist solche komplizierten Vorgänge mit zwei Sätzen klarzumachen, die brauchen Überschrift und für eine Laie verständliche Informationen. Man konnte also nicht einmal über die Medien Druck ausüben auf die Zulassungsbehörden. Denn nur der ging. Die Schritte wie der Zulassungsbehörde. Ja. Jetzt rufst du die Jens Pistorius an und fragst ihn mal, was er von mir haltet. Da tut er ihnen die. Die müssen aber anrufen und die Rufnummer unterdrücken beim zweiten Mal. Und ich gehe dann nicht mehr dran. Entschuldigung, YouTube sieht und bin feindlich löschen. Nee. Kann man schneiden? Nein, mein Bruder hat das schon richtig richten. Nein, nein, ich sag das auch ehrlich, Jens Pistorius, du machst einen Fehler. Schleswig-Holstein wiederum, muss ich jetzt loben, mit ihrem grünen Landwirtschaftsminister, mit dem echten grünen Landwirtschaftsminister. Wir in Baden-Württemberg sind ja dunkelgrün, aber wir haben einen Peter Haug als Landwirtschaftsminister. Vorher haben wir einen grünen gehabt, der Bunde. Also, das war nicht so top. Die haben ja im Vorfeld gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie mal eine Landesregierungsstelle vor dem, habe ich immer dann gesagt, wenn ihr jetzt die Landtagswahl, also vor 2011, was macht ihr, wenn ihr die Landtagswahl gewinnt, wer ist dann der Landwirtschaftsminister? Ich habe gesagt, Christoph, das ist schon utopisch, wir müssen froh sein, dass wir 20% kriegen oder sowas. Ne? Ja? Die haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann haben sie vor allem den Landwirtschaftsminister aus dem Keller hauen müssen. Ja? Aber Habeck, der war drauf, muss man sagen. Und in Schleswig-Holstein haben wir ja jetzt eine Situation, da gibt es diesen, wie nennt sich das, Bienenschutzbeauftragte? Pflanzenschutzüberwachungsdienst. Also immer. Ja. Und das ist toll. Und ich versuche ja schon lange, die anderen Bundesländer hier, aber solange da keine grünen Landwirtschaftsminister sitzen, die Ahnung haben, der nächste war dann Klaus, sein Lieblingsminister, ne? Ja. Ja. Aber nur ein zweiter, der hat auch viel Kohl. Aber ihr habt noch das nicht, oder? Habt ihr das nicht? So ein Pflanzenschutzüberwachungsdienst? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die neue Ministerin das gleich gekätzelt hat. Die hat ja alles umgedreht. Ja, ja, aber hätte der bei Meier das noch machen können. Da waren wir einfach zu langsam. Ja. Meine andere Baustelle gearbeitet in Niedersachsen, da blüht es jetzt. Ne? Für die Bienen. Auch gut. Ich trifft schwer ab. Also, wir gehen jetzt mal auf die Problematik der Zulassungsbehörden. Die kriegen einen Wirkstoff hingestellt und müssen den testen. Das war zum Glück nicht der Jens Pistorius, der das da verbockt hat. Ich glaube, dass da der Jens Pistorius gerade erst Bienen, der war ja auch noch einer mit Bienen, so dass er erstmal gelernt hat, wie Bienen funktionieren. Ja, Prasse war das. Und wenn jetzt der Ingo Lau da wäre, da könnte ich mir ganz tolle Sachen erzählen. Weil das alte Land war das die Hauptbaustelle. Und noch ein bisschen der Bodensee. Aber geholfen haben uns die Schweizer. Sind Schweizer da? Applaus an die Schweizer bitte. Die waren damals die, wo dann geholfen haben, dass das Tier, dass das Insegar zum Kippel ist. Synonym sprechen für alle Heutungshämmer. Ne? Und Prasser redet nicht von Inzigarten. Der hat einen Kaparöl, glaube ich, heißt die Sache. Oder? Keine Ahnung. Ich war damals auch noch so naiver Imker und hat alles geklappt, was die Herrn Dr. Kittel sagen. Ja, kann man auch heute noch naiv sein bei manchen. Aber nehmen wir mal an. Die Folge waren riesige Brutschäden und ungeklärte Schäden, weil das 14 Tage später erst aufgetaucht ist. Und wo sollst du dann eine Pflanzenprobe herhaben von dem Wirkstoff? Ja, und da hat er sich geweigert, das als Bienenvergiftung anzuerkennen.
Ja? Und wenn das die Franzosen gehabt hätten, die wären dann halt mal vor das Haus gestanden und gesagt, wir bleiben da so lange hocken, bis das geklärt ist, was da los ist. Ne? Aber wir waren halt zu diplomatisch. Zumindest wir Badener waren mal vor der Österreicher. Und die Österreicher sind ja die Erfinder der Diplomatie. Aber ich gehöre, glaube ich, nicht dazu. Die Pflanzenprobe war das Hauptgrund, warum man einfach nicht diese Schäden als Vergiftungsschäden anerkannt hat. Aber die Wirkstoffe waren in den Bienen drin. Vor allem im Pollen. Und wenn du dann die Wabe von den eingegangenen Völkern sehr drauf zum Erweitern wieder reingehst, ist die Kacke erst recht losgegangen. Selbst wenn du nicht mehr in den Obstanlage gegangen bist. Damals erst einmal gemerkt, dass der Pollen eigentlich unser Problem ist, nicht der Nektar. Oder der Nektar auch, aber der Pollen ist das schlimmere Problem. Weil die Bienen können im Gegensatz zum Nektar, den sie ja, ihr wisst ja, Honig ist eigentlich, das ist Honig, man soll eigentlich alle kurz erkennen. Die schlucken das, also die Bienen, und wenn es dann noch gut ist, dann kommt es wieder raus und dann wird es Honig mit der Zeit. Aber Pollen probieren sie nicht, jetzt müssen wir aussteigen. Pollen, den probieren sie nicht vorher. Ja? Im Gegenteil. Die alten Bienen, die brauchen das nicht, die tun es. Das Einzige, wenn der Pollen kontaktgiftig ist, dann fallen sie um. Aber wenn der nur oralgiftig ist, also wenn die das erstmal in die Biene hineinkommt und die das verstoffwechseln will, und dann erst giftig ist, dann merkt die Sammelbiene das nicht und die kann diesen Pollen belastet in den Bienenstock reinbringen, dann wird er eingestampft und manchmal erst, weiß ich wie viel, Zeit später konsumiert. Ich habe da noch dazu ein paar Bilder, ich bin ein bisschen weiter, wie ich eigentlich gedacht habe. Die haben dann praktisch Schäden gemacht, Zeit versetzt, viel, viel später. Bis man das alles auf dem Schirm gehabt hat, verging viel Zeit. Wir haben heute dieses Bienenunfertig bei Reutenshemmer nicht mehr. Ja, das Problem war dabei, dass der Schaden erst 14 Tage bis 20 Tage später nach der Spritzung aufgetreten ist. Es mussten ja immer erstmal die Larven mit diesem vergifteten Futter gefüttert werden und gemerkt haben die Bienen das dann erst eben vorm Schlüpfen und dann haben sie die Maden rausgerissen und das besondere Erkennungszeichen an dieser Vergiftung war dann, dass die so ganz dünne, sichelförmige Augen hatten. Ja. Also das war gestern. Wir haben dann sozusagen, die Imker haben dann sozusagen die Wunde in die die Finger in die Wunde gelegt. Ne? Dazu muss man praktisch auch diesen Satz von gewissen Bienenforschern akzeptieren, die sagen, es gibt kein Bienensterben, sondern es Imker gibt. Ne? Weil die schlagen irgendwann Alarm, wenn was nicht richtig läuft. So ist es. Also wir waren da diejenigen, wo die Lücke in der Zulassungspraxis erhoben und Brasser rühmt sich dann, als wir das erkannt hatten, haben wir sofort gewählt. Was er vergessen hat, war, dass er 3 Jahre lang die Sonnenbrille aufgehabt hat. Tut mir leid, das muss ich so heute sagen. Der hätte es schon viel früher erkennen können. Der hat die Imker nicht ernst genommen. Der hat dann gesagt, ja, die haben nur Selma oder ne, krank sind sie ja, ne, Maikrankheit. Alles vorbei. Warum hole ich das hin, bevor das in sie kam? Ich als alter Hasen habe einfach einen Vertrauensbruch seither. Ich kann dem Laden nicht mehr weiter wegtrauen. Denn ihr Risikomanagement, das war einfach zu dem Zeitpunkt Oberkacke, Blödsinn. Hätte sie damals ein bisschen mehr auf unsere Probleme eingegangen und wäre viel früher zurückgerudert. Und heute ist es so, dass die EU, die Neonix, jetzt verfolgt doch einfach mal das Verbot der Neonix, ne? Erst. Ein Teilverbot und das auch nur 2 Jahre und dann fangen sie es an am 1. Dezember. Dann ist da schon der Rapssamen im Boden und sagen dann, das Frühjahr 2014 wird zeigen, ob die Neonix ein Problem sind. Tut mir leid, nächster Vertrauensbruch. Kannst du nicht etwas verbieten und weißt genau, der Acker, nächstes Frühjahr blüht, sobald da schon die Weiße dran war. Geht nicht. In meinen Augen
Kann man da verarscht worden? Ich. Nur ich. Das hat auch mit Dialog für die Landwirtschaft nichts zu tun, aber ihr müsst kapieren, dass der Problemschuh nicht der Anwender ist, sondern hier. Heute heißt es JKI. Hat immer einen anderen Namen gegeben und war der Meinung, wir merken das nicht. Aber das ist ein Anspruch. Also ich sage es einfach mal. Ich gehe jetzt raus aus dem Vorstand und sage, hör auf, ich habe zwei schöne Enkel und dann kümmere ich mich nicht mehr um die. Also dann ist jetzt die nächste Mal, die hätten jetzt Vertrauensbonus und bis zum nächsten Mal Vertrauensbruch. So, dann machen die anderen ein bisschen Geld, ist auch gut. Dann brauche ich ja das, die Mehrwertsteuer von denen. Also, nach dieser Geschichte in Segal, als die weg war, war die Zeit, die schönste Zeit der Imkerei bis Baroa, beziehungsweise 1994. Habe schon viel vorgeholt. 94, was war da? Ne? Da hat man als allererstes die Zulassungspraxis privatisiert. Die ist weggekommen, als Hauptaufgabe der Bieneninstitute hingekommen zu den, weil man hat gesagt, Steuergelder zur Prüfung von Pflanzenschutzmitteln, wo nachher die Firma die Kohle macht. Das passt nicht. Das soll die Firma selber zahlen. Die haben ja auch den Profit davon, die können es absetzen von der Steuer und toll ist. Und im Prinzip muss man sagen, als Steuerzahler ist es auch okay. Aber jetzt müsst ihr euch das mal, durch das einfach mal an ein ganz anderes Beispiel erklären, was das für ein Problem gibt. Also da, bei uns war es fast Tag. 94 war es B2 und nach 94 ist B4. Habe ich Werner Mühlen, hat das verbockt, gefragt. Sag mal, was ist jetzt, warum ist es jetzt auf einmal auf B4? Und sagt, ja, die Formulierung hat sich geändert. Das heißt, Formulierung heißt, in dem Mittel, das du kaufst, war weniger Wirkstoff drin. Und wenn du dann aber dieselbe Menge Wasser wieder drauf machst, kommt am Ende wieder selber raus. Also das ist nichts anderes wie, ja, ich nehme jetzt das Klopapier nicht von der linken Seite, sondern von der rechten Seite. So, heute haben wir eine Wirkstoffprüfung. Früher hatten wir eine Mittelprüfung. Was ist jetzt da der Unterschied? Bei der reinen Wirkstoffprüfung wird eben nur der Wirkstoff getestet auf die Gefährlichkeit der Biene. Bei der Mittelprüfung vor 1994 war es so, dass da sind ja noch Netzmittel drin, Wirkstoffbeschleuniger, also Netzmittel heißt, dass das Ganze sich im Wasser besser auflöst. Manchmal gibt es ja welche, die sagen, mach nur das Netzmittel drauf, wirkt auch. Ja? Wirkt auch besser auf die Bienen, ja. Das sind alles so Sachen, ich will das gar nicht zu vertiefen, jedenfalls, da hat sich was geändert, aber es ist eigentlich auch so, das müssen wir euch jetzt so vorstellen, dass man hingegangen ist und hat gesagt, MAN, ne? Zulassung LKW, so Ding, du brauchst das nicht mehr über der TÜV machen, du kannst das selber machen. Und der MAN sagt, wieso brauchen wir eigentlich vier Bremsen am Lastwagen, wenn ich vier Räder habe? Vorne wird der meiste gebremst, hinten wird eine reichen. Machen wir die andere raus, dann sind wir billiger, aber können wir. Ja? Das hilft, es geht auch immer gut. Aber manchmal kommen halt Situationen, da brauchst du die vierte Bremse. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn da kein TÜV ist, wo der guckt, dann passieren halt manchmal Sachen, die vielleicht etwas anders sind. Das ist auch nicht unbedingt das, was ihr mit eurer Landwirtin habt, aber manchmal kann man das so beim Gespräch dann sagen, schau mal, ich habe das und das Problem. Das ist nicht du als Landwirt, sondern die, die euch sagen, das dürft ihr benutzen. Glaubt denn nicht alles. Und dann sagt ihr, ja, wem soll ich denn dann noch glauben? Und jetzt kommt das wieder beim Raps. Wissen tun wir vom Stefan Mandl? Nee, die BOKU Österreich hatte ein Ernteerfassungssystem prüfen sollen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Countdown läuft, oder? Nee, Stunden. Die BOKU in Österreich, Wien, ne? Da ist so eine Firma gekommen, die haben Satellitenmanagement, Ackermanagement, wollte das da prüfen lassen, damit dieses Landwirt verkauft werden, getestet von dem Institut. Ne?
In der Linie und haben satellitenmäßig den Acker erwirtschaftet und in der Mähdrescher, über den Acker gefahren ist, haben die genau geguckt, welcher Quadratmeter mehr Ertrag bringt. Und dann ist was passiert, wo die einfach nicht oben und unten zusammengeklickt haben. Da war der Rand, wo der Raps am schlechtesten Stück stand, ist, der höchste Ertrag. Und da, wo der Raps schön gestanden ist, da war der Ertrag schlechter. Zwei Jahre hintereinander sind sie da gekommen, da stimmt was nicht. Ja, wisst ihr was? Da waren in der Ecke war Bienen. Und die haben das ganze Verkaufsmanagement von diesem Ackermanagementsystem einfach auf den Kopf gestellt. Dann hat man einen Test gemacht, ob das wirklich die Bienen sind, die da so viel machen, dass ein Wandstreifen, wo der Raps wirklich schlecht ist, so viel mehr Ertrag bringt, wie ihr Feld drin. Ob das wirklich so ist? Und diese Studie hat Stefan Mandy gemacht. Und da sind sie auf Spitzerträge gekommen, nur durch Bestäubung mit entsprechenden Bienen, von 55% mehr Ertrag. Und zwar nicht nur jetzt an Gewicht in der Schote, sondern am Ölgehalt. Also 1000 Gramm Gewicht. Dort hat er 55% mehr Ertrag, wenn er genug Bienen richtig verteilt im Feld. Diese Studie von Stefan Mandl, die haben wir in Donaueschingen schon, wie alt ist das? Das ist schon lange her. Da war noch die Hedwig im Vorstand, ne? Ja, das ist schon 15 Jahre her. Ja. Muss aber bedenken, in Österreich, in den Tallagen ist wenig Wind und Raps ist ein Windbestäuber. Und diese Ergebnisse werden wir zum Beispiel in Schleswig-Holstein nicht erreichen. Aber wir haben vor zwei Jahren ein schlechtes Rapsjahr gehabt. Durchschnittsertrag in Schleswig-Holstein lag bei 36 Doppelzentner. Und unser Landwirt, der kontrollierten integrierten Pflanzenschutz macht, hat mit unseren Bienen 46 Doppelzentner. Das ist schon mal ein ganz schöner Unterschied. Der ist jetzt überzeugt, der Bienenhandel. Ja, an dieser Zeit gibt es bei mir, wer sich bei mir bei Facebook da verfolgt, heißer Dialog mit einer Landwirtin da irgendwo im Osten Brandenburg, die dann sagte, ja, wir haben ja Bienen, ne, haben ein Foto gezeigt von drei Bienenvölkern am Rand von einem Rapsfeld und dann haben die gesagt, ja, also das mit eurer Biene, das übertreibt ihr. Man muss schon richtig machen. So, Insektar. Und das da ist ja eigentlich ein Foto, das hat was in sich. Schaut euch das mal genau an. Hier eine tote Biene, ja. Die könnte auch an irgendwas anderes kommen. Aber die Ameisen, die diese Biene aushöhlen wollen, die liegen neben dran und sind auch tot. Ja? Jetzt kann ich nur ehemaliger Chef von Bayer AG, ich bin ja da schon seit 10 Jahren machen, da kenne ich ja schon ein paar, ne? Dann muss ich Bilder sagen, mehr als 1000 Worte. Ja? Also diese Biene ist definitiv vergiftet. Weil wenn die Ameisen auch noch hops gehen, und das war in der Kartoffel. Ja, und jetzt ist es so, wir haben ja dieses B2, habt ihr erzählt, oder B4 von Blüten, von Bienen beflogene Pflanzen. Da greift es, beziehungsweise B1. Du darfst ein B1-Mittel in eine Pflanzenkultur einbringen, wenn die von Bienen nicht beflogen werden. Was auch Sinn macht. Aber wenn die Kartoffeln blühen, siehst du keine Biene drin, auch kein Problem, aber wenn die Kartoffeln Blattläuse haben, einen Honigtau machen und die Biene fliege von morgens, Dämmerung, bis um 7:30, Honigtau holen und um 11, sieht er da keine Biene mehr drin und macht dann seine Blattlausbekämpfung. Dann hast du trotzdem ein Problem. So, und jetzt zu 2008, ne? Also auf der Tagung der ICPBR, die gibt es heute nicht mehr, aber damals 2002, im September in Bologna, hat man dieses Thema Beizmittelaustrag aus pneumatischen Sämaschinen thematisiert. Das heißt, dort wurde festgestellt, dass diese Insektizide, die am Maiskorn rumgemacht werden, durch die Sämaschine vom Acker auf Acker weg, auf Löwenzahn, Bärlauch,
Raps blühende Kulturen neben Rapsfeld gelangen können, wenn warmes Wetter ist, späte Aussaat, starke Bienenvölker und viel gebeiztes Material. Das ist 2008 so alles zusammengekommen, das heißt sozusagen die schlimmsten Dinge, wir haben späte Aussaat gehabt, wir haben Ostwind gehabt, also wir haben sonst immer Westwind, da ist ein Wind vom Osten gekommen. Da ist aber noch ein Punkt dazugekommen. Die haben das Mais-Saatgut nochmal nachgebeizt, weil in der Beize ein Wirkstoff nicht drin war, wegen, und da bin ich jetzt nicht so. Ja, nee, die haben Folgendes gemacht, die sind hingegangen und haben die Dosierung erhöht. Die haben irgendwie schlammig nachgebeizt. Das sagt man, ja, das sagt man. Jetzt ist aber so, wenn das wirklich alles so gewesen wäre, hätte ja eigentlich, und jetzt muss ich den Bauernverband ein bisschen angreifen, und auch die Landwirte, hätte die eigentlich die Saatgutlieferanten verklagen können, weil sie was geliefert haben, was nicht richtig war. Ja, und da war das Problem, dass das keine Rücke. Das stimmt nicht. Weil, und jetzt kommen wir wieder drauf, IPCPR-Tagung September 2002, nicht 2008, 2002, wurde dieses Austragen der Beizen als Gefahr erkannt und dokumentiert. Und da waren Prasse drin, da war der Klaus Wallner drin, der war Vizechef. Es kann doch sein, dass die das Italienisch nicht verstanden haben oder sie waren gerade nicht auf dem, sie waren gerade im Klo, alle beiden. Ich entschuldige das auch, aber die Protokolle gibt es. Die findest du im Internet. Und da hat man, jetzt, wo mich das Ginzig gebracht hat, also spätestens da war der nächste Vertrauensbruch, das ist mein Augen. Weil die genau gewusst haben, die Sämaschinen können das, aber die müssen es nicht. Und wenn du nur 5%, üblicherweise 5% der gesamten Maisfläche mit Neonix behandelst, fällt es auch nicht so arg auf, auch wenn das Saatgut perfekt gebeizt ist. Und nicht nochmal nachgebeizt. Jetzt kommt da der Maiswurzelbohrer, jetzt muss man natürlich auch die Landwirte verstehen, denn er hat mir erzählt, oh, jetzt kriegt die Welt zusammen, das ist die Bauer, der Land, der Maisbauer. Jetzt ist der Maisbau, Maismonokultur ist rum, vorbei. Heute schreiben wir 2018 in Baden-Württemberg war das Bundesland, das wirklich gesagt hat, wir machen nur Fruchtfolge. Und diese Fruchtfolge ist ja immer richtig. Ja, na, also Fruchtfolge Baden-Württemberg definieren die so, in 3 Jahren zweimal Mais. Das ist Fruchtfolge. Ja? Ja, aber wir, wo das Ding da gehabt haben, wo sie gesagt haben, die hätten da nur falsch gebeißen, das, aber der Vergiftungsweg, der Weg des Giftes, der ist trotzdem da auch weg. Und dann hätte sie erst recht nicht doppelt so hoch dosiert und erst recht nicht nachbeizen. All diese Dinge sind erst hinterher gemacht worden. Und warum? Einer von denen steht vor euch. Wir haben es mit 12.500 offiziell legal vergiftet, dokumentierte Bienenvölker durch legale Anwendung. Das war die weltweit größte Vergiftung, die jemals stattgefunden hat. Der Preis war heiß, weil seit 2002 wusste man es und in Italien sind es 50.000 Bienenvölker. Und jetzt versteht er vielleicht auch, warum die Franzosen so viel Schaum vor dem Mund haben. Das muss man einfach akzeptieren. Also da hat welche übers Ziel rausgeschossen und jetzt sind wir schuld, weil wir Imker, der Landwirt, das so ein tolles Beiz mitgenommen haben. Wir sollten die Basis ausbauen. Nein, das waren die Zulassungsstellen, die Sonnenbrille aufhaben und Ohrklappen. Tut mir leid, dass ich es so klar sagen muss, aber an der Stelle, und das dürft ihr euren Landwirt auch sagen, das war nicht irgendein Christoph Koch oder ein anderer, der da schuld ist, sondern die hätten es gar nicht so zulassen dürfen. Wenn sie es richtig gemacht hätten, wenn sie es nie zulassen dürfen. Jetzt ist die Diskussion, macht es Sinn,
an der Zuckerrübe, das auch zu verbieten. Ja? Macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Haben wir ein Problem mit der Zuckerrübe? Jetzt müssen die ausbaden, diejenigen, die vorher immer noch gesagt haben, ja, wir gucken die Imker, sind die kranke Bienen. Und, ne? Jetzt ist das Ganze übers Ziel raus. Und jetzt kommen Kleber zwischen der Landwirt und den Imker. Die darf nicht gehen. Und jetzt braucht er wirklich gute Argumente. Warum sind die Zuckerrüben auch ein Problem? Ich weiß nicht, ob ich das Bild habe. Ja, das Polo-Ding, das machen wir jetzt gar nicht, weil, habe ich schon angesprochen, ne? Hier, der kann giftig sein, der nicht. Wie willst du das messen? Wenn du die ganze Zellepropfe nimmst und analysierst und sagst, ja, wir finden da Neonicotinoide, aber der LD50-Wert ist nicht überschritten. Der LD50-Wert von dem ganzen Topf, ja. Aber die Schicht, die hat es. Definitiv. Uns hat man damals gesagt, ihr müsst die Polyvare entsorgen. Hier nochmal diese Geschichte mit diesen Rapsspritzungen, wenn dann die Bienen auf einmal im Raps, mittel im Raps 6 Kilometer oder 3 Kilometer wegfliegen auf, heißt es? Hilf mal. Roskastanie? Habt ihr sicher schon erlebt? Wo die Bienen nur roter Pollen im Kasten sammeln, ne? Und kein gelber. Ja, dann hat der Rosenkranz zu mir gesagt, Christoph, die wollen nicht nur Schnitzel, die wollen auch mit Pommes frites. Das kannst du zeigen. Da ist was passiert. Da waren alle Pollensammlerinnen ein paar Tage außer Kraft und das Bienenvolk wollte Pollen, dann sind die wirklich nur noch, für das Bienenvolk existiert ja nur noch, es gibt Pollen, aber dort und dort. Die anderen Skalbienen sind nicht heimgekommen, wohl vor der Tür, blöd rassisch mit schönen Pollen. Ne? Ja, da kann ja sein, dass der Pole arm ist, aber da frage ich mich, wo der andere Pole hergekommen ist. Ne? Nein. Das sind so Sachen, da müssen wir hingucken. Aber Christoph, das war's. Bei den Zuckerrüben haben wir also nicht das Problem. Ich komme noch auf das. Mit Unkräutern, wir haben das gleiche Problem wie mit den Kartoffeln. Ja. Auch in den Zuckerrüben sind Blattläuse. Ich muss jetzt ein bisschen weg und nachher nochmal zu den Zuckerrüben. Also, wenn wir diese Pollenware nicht rausgemacht hätten, dann hätte der Lebig wirklich nicht das Argument, ja, ne, es ist kein einziges Bienenvolk in 2008 an den Folgen von Clothianidin gestorben. Der hat recht. Wenn ihr einen Hund habt, der irgendwo sich vergiftet, nimmt man am Ager, was macht ihr? Ihr bringt den Hund zum Tierarzt und helft ihm. Also, oder gesund wird, oder? Und wenn das dann, dieses Verhalten von irgendwelchen Leuten uns umsetzt, da war nichts. War nicht schlimm. Der Hund lebt ja noch. Dann sagt die Tierarztrechnung war nicht ohne. 12.500 vergiftete Bienenvölker. Ja? Nicht Tote, vergiftete. Und ein Haufen Arbeit, ganze Pollenware rauszumachen. Und das war natürlich die größte Beweismittelvernichtungsaktion, die es je gegeben hat. Im Zusammenhang mit der Kretschelfabrik. Toll. Alles weg. Nichts mehr da. Diese Müllverbrennungsanlage in Adlershand, die ist fast in die Luft geflogen, weil ich die Brennwert von den Kino habe noch nicht. Die haben sie unterschätzt. Haben dann das so ein bisschen peu à peu gemacht. Der erste Container, der ist dann wirklich. Also, ja, und dann ist die Frage, was war dann, wenn das verbrennt wird, oder ist das in der Luft? So, also, nicht so schnell. So, also, dies ist ein Bild von 29.04.2018. Meteocarp ist ein Insektizid, dessen Weizen mit Wirkstoffnamen Mesorol heißt. Und dieses ist ein Saatkorn, das war in einer Sämaschine. Und wenn man das genau anschaut, sind hier rote Sachen weg. Das heißt, der Vergiftungsweg von 2008 ist immer noch da. Wir finden in dem Pollenmonitoring der Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Brunheim während der Zeit des Mais-Saat immer noch Meteokarpen. Obwohl man nur noch säen darf
bei Wind, der wenig, also jetzt könnt ihr nachgucken bei Messerol, ich mache das jetzt einfach nicht mehr, obwohl die nur noch sehen darf, wenn der Wind weniger als 5 Meter pro Sekunde ist, das heißt weniger wie 18 km/h, darf man nicht mehr sehen. Ja? Ich frage mich, was ist, wenn das 4,9 Meter pro Sekunde ist, wie es dann aussieht. Und dann kommen die Leute und sagen, jetzt ernsthaft, ja, wo ist das, wie messen sie es? Hören wir die auf zu sehen, wenn der Wind aufkommt? Die Auflage existiert. Und jetzt ist die Frage die, wenn wir jetzt diese Krefelder Studie herholen, ne? Jetzt gehen wir mal ganz weit weg, und der Bauernverband sagt, wir bestreiten jeglichen Zusammenhang mit der Landwirtschaft beim Verschwinden von Insekten. Und da fliegen Meteorcarb-Wirkstoffe in den Pollen der Honigbienen. Dann kommt es doch auch in den Pollen der Wildbienen, oder? Oder du nur die Honigbiene zu dem Zeitpunkt sammeln. Ne? Und dann passiert das, dass ein Imker im Naturschutzgebiet seine Bienen wegstellen muss, weil die ganze Wildbienenpopulation innerhalb von einer kürzesten Zeit zusammengebrochen ist. Da, wie der Kaiser Eberhard Wulle, Stuttgarter Zeitung. Und die haben nicht auf dem Schirm, dass das vielleicht ganz andere Ursachen hat. Nein, denn Imker seine Bienen sind da, die fliegen noch, die anderen nicht. Also haben die Honigbienen, den Wildbienen, das Futter wegfressen. Aber in Wirklichkeit sind doch unsere Honigbienen der Indikator für das, dass der Meteorcarp noch im Pollen ist. Nur der Switch fällt noch. Ja? Also der Pollen ist belastet. Unsere Bienen stecken das weg, weil wenn jetzt da, sagen wir mal, 8 Tage lang jeden Tag nur noch die Hälfte heimkommt von der Flugbiene, ist ja ein Bienenfutter nicht. Das sieht, die sagt dann, alles toll, schwärme jetzt nicht so, ne? Aber geht viel Arbeit. Ja? Tippkontrolle, oh, liegt da. Ach, wunderbar, heute gehen wir früher Pizza essen. Ne? Ja. Nichts passiert. Wenn ich 6 Farben Brot in meinem Kasten habe, dann müsse ja nach einer Woche von diesen 6 Farben Brot 6 Farben Bienen irgendwo sein. Mehr. Eigentlich sind es 3-mal mehr. Das heißt, pro Wabe schlüpfende Brot müsste ich 3 Wabe Bienenmasse haben. Ja? Also sind wir wieder bei den 70% Rechnungen. Ne? So, ja? Und wenn ich das mir angucke und ich sehe das nicht nochmal, dann muss ich sagen, was ist jetzt da gerade gelaufen? Schwierig. Immer schwierig. Ich will ja auch nicht den Landwirt verdonnern, sondern sind wir wieder beim Herrn Pistorius, der jetzt zuhört. Der hat das ein bisschen auf dem Schirm. Die sehen das Meteorcarp im Pollen und rühren diese noch. Sie können ja sagen, ihr dürft bei überhaupt keinem Wind sehen. Ne? Oder sagen wir mal nur noch bei 5 km/h. Und ihr müsst ein Windmesser drauf haben auf eurem Traktor, dass wenn der Wind kommt, also ihr wisst, jetzt müsst ihr abschalten. Und jetzt sind wir am Problem. Wenn das dann kommt und sagst das mit ein bisschen Sand, dann sage ich dann, ja, dann können wir den Laden aufhören. Dann können wir nicht mehr da ackern. Wir brauchen das Messerol. Krähenschutz ist das Insektizid, das vor Krähenfraß fressen soll. Ein Insektizid, das vor Krähenfraß schützen soll. Und noch ein paar Drahtwürmer mitmachen. Aber bei den Drahtwürmern will es gar nicht mehr so gut funktionieren. Aber die Krähen, die mögen die roten Dinger dann nicht. Ne? Es sei denn, es sind Rot-Grün-Blinde, die vielleicht noch auf den Blinden kriegen. Oder die anderen nicht. Ja. Früher hat man Maiskolben unter Acker rumgekriegt, ne? Dass die Krähe das gefressen haben und deshalb kann ich den Rot gelöst haben. Das seht ihr heute nicht mehr. Vielleicht macht man das mit Messerrohr. Das dürfen sie auch machen, aber ich habe ein Problem, wenn das Zeug in meinem Pollen drin ist. Oder ich muss meine Bienen aufladen und wegfahren, während die den Mais säen. Ja, kann ich ja machen, wenn man das macht und wenn man es weiß.
sieht die Welt auch ganz anders aus. Also dann hast du aus 6 Waren auslaufende Boden nachher auch 18 Waren Bienenmasse mehr. An dem Punkt lasse ich euch mal ein bisschen mit deinen Gedanken allein. Wir bleiben dran, das kann ich euch versprechen. Wir diskutieren mal. Und da könnt ihr auch uns unterstützen, indem ihr, und die, die noch nicht, deswegen habe ich jetzt heute noch Mitglieder, aber passen da, die sind nicht Mitglieder, die sollten das vielleicht mal überlegen, ob sie es doch werden. Wir nehmen natürlich immer nicht mit allen Bienen, aber diejenigen, die mit den Bienen Geld verdienen, sind immer willkommen bei uns. So, Diskussion, bitte. Da, sie wollt schon lang. Du hast schon deine Mauer. Du darfst was Schlusswort machen. Bitte. Ja, also ich wollte jetzt, es ging ja um die Diskussion mit den Landwirten. Ja. Ich kann jetzt nicht zum Landwirt hingehen und sagen, ja sorry, also wir haben jetzt so viel Wind, du darfst nicht sehen. Dann sagt der, ich muss hier 200 Hektar sehen, wann soll ich das machen? Schau, genau das ist ja das. Der sagt ja, ich bin nicht das böse Bub. Du kannst dir sagen, halt mal zu, wie viel von deinen Maisfeldern könntest du mit Bienenblumen säen und die in die Biogasanlage machen und uns helfen, dass wir noch mehr Bienenstrom haben. Könnte er auch machen, er kriegt ja genauso viel Geld. Ja, ich weiß halt nicht, wie der Ertrag dann ist, ob das hinterher auch passt. Wenn er nur noch einmal säht und dann die nächsten 2 Jahre nur noch holt, dann, Annette, da habe ich die Brücke zu dir, er hat Alternativen. Ja, okay. Aber wenn er jetzt Mais sehen will, zum Beispiel, um seine Kühe zu füttern, okay. Dann kann ich nämlich diesen Short nicht füttern. Das ist die Frage, ob er beim Silage-Mais genau dieselbe Maßnahme treffen muss wie beim Körnermais. Silage-Mais braucht er nicht Monokultur machen. Ja, es ging aber jetzt um die Weizen. Ja, schon, aber muss ich jetzt am Silage-Mais, der, das geht sehr tief, ich weiß nicht, ob das wirklich alle interessiert, aber wir kennen uns doch gerne und halt. Die Argumentation, die die Imker brauche, ist ja die, er hat Alternativen, definitiv, auch der Milchbauer. Ja. Der Milchbauer könnte zum Beispiel bei fairer Milch mitmachen, da kriegt er Certified Bee-Friendly und da wird er belohnt für bessere Milchpreis bei bienenfreundlicher Produktion. Wo liefert er dann hin, welche Molkerei? Das fragst du die Milchbauer, die wissen das. Da wird wieder ein paar Straßen gehen. Ja, natürlich, passt. Ja, das ganz, das, also wenn man das Gold in der Art hätte, hätte man die Probleme nicht. Hätte man die Probleme. Monokultur ist bei uns kein Thema. Also jetzt da jetzt 5 Mal hintereinander Mais, das geht es bei uns nicht. Ja, aber wo ist denn das passiert da mit den Vergiftungen von 12.000 Bienenfeld? Körnermaisanbau. Ja. 30 Jahre, die haben sich gerühmt, 30 Jahre hintereinander nur Maisanbau. Toll. Und jetzt kommt der Maiswurzelbohrer und die hauen da drauf wie die Kanone auf den Spatz. Das war einfach zu übertrieben. Wir hätten ja heute noch weniger Probleme, wenn ich vielleicht diesen Sämaschinenaustrag schon 2002 ernst genommen hätten und vielleicht die Rohre dort schon in den Boden gejagt hätten. Und das ist nämlich das, was ich jetzt denke in Diskussion mit dem Landwirt. Es geht ja auch hauptsächlich um die Seetechnik. Wenn der Mais sehen will, dass er nicht mit der pneumatischen Seemaschine arbeiten darf, steht sogar auf dem Sack drauf beim Messerhohlgeweizen, dass er nur mich gar nicht sehen darf. Ja. Und ich weiß, dass bei uns die Landwirte rundherum alle keine pneumatische Maschinen haben, damit sie nicht da genau gucken müssen, was da wie. Deswegen ist. Hast du auch keine Bienenprobleme. Ja. Ganz toll. Du bist ja in der Heile Welt. Ich komme mit meinen Bienen zu dir. Nein, es geht einfach um die Diskussion. Hier sitzen Leute, die wollen wissen, wie sie mit den Landwirten reden sollen. Ja, aber das, du kannst ja nicht mit dem, der Einzelkonzept schon lange benutzt, vergleichen mit denen, wo diese pneumatische Sämaschine benutzt. Das muss man einfach wissen. Jetzt merkt ihr, als ihr mich abfragt, benutzt du pneumatische Sämaschine, machst du mir so voll dran, das sind alles so Sachen. Und jetzt merke ich noch einmal, dass mein Kopf, der ist voll, ich kann mit dir richtig gut unterhalten. Ja? Und ich möchte, dass ihr das auch habt, aber wir sind jetzt im fortgeschrittenen Kurs. Meiner Meinung nach. Wir sollen nicht nur mit den Landwirten reden, denn die haben meistens gar keine Mais-Seemaschinen. Das wird alles. Den Lohnunternehmer, ne? Das machen das die Lohnunternehmer und die sehen da gleich 20 Reihen mit einmal auf den großen Flächen und mit denen muss man mal reden. Ja, aber wenn du dem sagst, was stellst du mir 2 Minuten zu unterhalten? Wenn du dem dann sagst, hey, du 5 Meter pro Sekunde. Du darfst dann nachher nicht mehr sehen, dann sagt er, was sagt er? Da komme ich nicht mehr rum.
Das ist richtig und wir können das auch nicht kontrollieren. Also auch als Schlepperfahrer, sagt er, da müsste man ein Windmesser drauf haben und so eine Fahrerkarte, die einen LKW fahren, die stecke ich jetzt da rein und wenn also die Windgeschwindigkeit größer ist, dann läutet eine Warnlampe auf und dann muss ich aufhalten, das ist auch irgendwie strafbar. Ne? So, geht einfach nicht mehr. Wir müssen andere Techniken entwickeln, auch so, dass also kein Staubabrieb da ist. Und, auch das in den Boden pusten halte ich also für unsinnig. Wenn man bedenkt, in Schleswig-Holstein war dieses Jahr zum Meistertag nur Pulverboden da. Wenn Sie da noch was in den Boden pusten, dann blasen Sie den ganzen Humus noch mit hoch mitsamt dem Gift dort. Und es wird bei Windgeschwindigkeit wird es abgetrieben, dann hängt es auf den Blättern und morgens gehen die Bienen und sammeln Tau von den Blättern aus den Knicks, aus den Bäumen und nehmen das Zeug auf. Und ein Molekül tötet eine Biene. Ja, jetzt aber noch, ja, ganz kurz, dann habe ich noch eins, das gehört auch noch rein. Ich habe da zwei Gedanken. Einmal, wir beschäftigen uns jetzt hier mit Sätechnik und mit Problemen, die die Landwirtschaft hat. Als Imker ist es eigentlich nicht unser Thema. Ja? Das sagen wir auch nicht den Autobauern, wie sie jetzt eine ordentliche Biene bauen können. Doch, das sagen wir. Ja. Also das muss schon der machen, der Ahnung davon hat, das ist das eine. Und das zweite ist, weil eben da die Diskussion aufkam, da muss halt weggehen. Ja. Also ich finde, dass das Weggehen mit den Bienen auch nicht die Lösung ist, weil die Wildbienen gehen ja auch nicht weg, sondern wir müssen eine Landwirtschaft haben oder eine Landschaft haben, die einfach erlaubt, dass die Bienen leben, also alle Insekten leben. Und das muss auch die Forderung sein. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da hin? Ja, als mir der Gedanke kommt, das hast du ja auch sehr schön dargestellt, dass in den Pollen kann man ja super diese Sachen nachweisen. Ne? Also eigentlich müssen wir daran arbeiten, dass wir regelmäßig Pollenproben bekommen von kritischen Standorten in kritischen Zeiten und diese untersuchen lassen, dass wir das irgendwie finanzieren, das ist ja die Frage. Nicht nur eine Studie, sondern die wirklich am besten flächendeckend, dass wir Proben haben. Und die auch richtig veröffentlichen im Internet, dass jeder sieht, aha, da ist Pollen, die anderen wurden okay, da ist Problem und da ist Problem. Corona-Karte, grüne Karte. Ja. Also, dass wir eigentlich nur den Nachweis kriegen, wo liegt was im Argen. Nicht, dass wir uns mit Zähltechnik und wie man grob beschäftigen, da gibt es Leute, die haben keine Ahnung und die sagen uns jedes Mal, das geht aber nicht, das geht nicht, sondern dass wir einfach nur den Nachweis kriegen, wo ist das Problem. Ein Punkt noch zu dem vorhin, wo ich interrupt habe, warum jetzt die Neonics auch bei den Zuckerrüben weg sind. Das nächste Problem, wo wir haben, ist ja das, selbst wenn er also nicht bei Wind sät und sonst was, wenn er am Ende von seinem Acker seine Sämaschine aus dem Boden raushebt und wieder umdreht, dann liegt er mitunter pro Reihe 5 bis 6 offene Saatkörner rum. Das darf eigentlich auch nicht sein. Und das ist an der tiefsten Stelle. Ja? Und dann hast du da eine Pfütze irgendwann und die Bienen holen das Wasser. Ja, ich habe die Bilder extra nicht reingemacht. Ja, das wäre. Der gucken will, das sind nicht 5 bis 6, sondern das ist ein halber Zentimeter einmal voll, wenn die aufgesammelt haben. Ja, Klaus, ich habe das noch bewusst hinterher. Aber das haben wir nicht nur beim Mais. Ich meine, die Zuckerrübe fällt genauso. Sind sie noch nicht rot, die Kante, da sind sie grün oder blau. Ja. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, kommen die Bienen mit diesen Wirkstoffen in Kontakt, ja oder nein? Und über das Wasser sind sie noch viel mehr gefährdet wie über der Pollen und sonst was. Ja. Also Leute, das ist komplexer, merkt ihr auch, ne? Viel komplexer. Und nochmal, das ist nicht die Schuldzuweisung der Landwirte, sondern es sind diese Regularien da, aber da wird halt manchmal, wie beim Parke vor der Donauhalle, sehr großzügig das gedehnt und dahin gebogen, dass es passt. Für jeden. Das ist ein bisschen schwierig. Und dann zu sagen, jetzt müssen wir die Politesse holen oder abstellen. Gleich. Ich komme nochmal zu meiner Frage von vorhin, oder zu meiner Aussage von vorhin, dass in dem Gespräch mit der Landwirt gesagt hat, und das glauben Sie. Und jetzt sind wir wieder beim Glauben. Ja? Kann man in die Kirche gehen oder man kann hergehen und kann sagen, hier liegen Studien vor.
an die komme ich nicht dran. Ich versuche ständig schon an Studien dran zu kommen. Das ist die eine Seite, wo ich den Bauern dann auch was hinlegen kann, abgesehen davon, dass es sehr schwierig ist, jemandem Ende 50 zu erklären, oder Ende 50 auf 24 Stunden, 48 Stunden oder 96. Ja, also da wird es dann schwierig, aber die Studie, was man schwarz auf weiß hat, trägt man immer noch gerne nach Hause. Das ist das eine. Das zweite ist, ich wünsche mir vom Berufsimkerverband, von unserem Verband, beziehungsweise, naja gut, beim Deutschen Imkerbund kann ich mir viel wünschen. Aber dafür kann ich zum Beispiel wünschen, das, was du schon gesagt hast, dass man hergeht und eine konzertierte Aktion macht, dass man hergeht und Studien macht, die andere eben nicht machen, um was vorzulegen. Ja. Das würde ich mir erwarten. Dazu brauchen wir aber Geld. Ich brauche was, was ich vorlegen kann. Und zumindest brauche ich einen Tipp, wo ich sagen kann, das kann ich da und da herkriegen. Ja, langsam an dem Punkt, wir haben Geld aus. Ja, ja, machen wir nachher. Gell? Wir haben. Was ist denn das Thema? Moment, Frank ist noch. Ich will noch da an. Wir haben zum Beispiel die Studie gebracht, dass die Gutation tatsächlich ein Problem ist für die Bienen. Ja, das hat die Hedwig Riebe gemacht für uns. Die ist hingegangen, ist in den Lagerkorb und hat das gezeigt. Wir müssen heute noch die Hedwig Riebe hier an der Stelle. Hedwig, die guckt es an in YouTube, ich weiß nicht. Applaus an die Hedwig. Das Grundthema dieses Workshops ist ja, wie komme ich in einen vernünftigen Dialog mit dem Landwirt? Und was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, wir kennen ja alle vor Ort unsere Landwirte, dass es auf jeden Fall besser ist, wenn man miteinander redet, nicht übereinander. Und dass es ganz angebracht ist, bevor man in den Dialog eintritt, seinem Gegenüber auch schon vermittelt, dass man durchaus Verständnis für seine Sorgen und Nöte hat. Denn das ist ganz klar. Jeder Landwirt, die müssen ihre Familien ernähren. Und auf die Horst sagt, die schmeißen nicht zwingend irgendwelche Pestizide auf den Äcker, was sie mal machen müssen. Problem natürlich da. Die haben natürlich gelernt von landwirtschaftlichen Beratern, die teilweise auch von den Firmen kommen, die diese Geschichten verkaufen. Der Onkel Gustav, sage ich mal, der kommt seit Jahr und Tag auf den Hof. Da ist auch ein gewisses Grundvertrauen drin. Und der sagt euch, Mensch, ich verkaufe euch hier mit dem und dem Mittel eine Versicherung, Ertragsabsicherung. Ich denke, wir müssen den Landwirten heute neue Wege für solche Ertragsabsicherungen aufzeigen. Wenn wir nämlich zum Beispiel davon sprechen, dass wir bei einer Fungizidspritzung gegen den Rapskrieg Erträge um 20-25% absichern, dann kann das in heutiger Form ja durchaus auch passieren in einer banalen Versicherungspolice. Ich weiß also nicht, dass die Versicherungswirtschaft zum Beispiel heute schon an solchen Policen arbeitet. Ja? Es wird der digitale Pflanzenschutz wird immer mehr Bedeutung bekommen. Ja? Aber grundsätzlich ist es halt so, dass wenn man also jetzt mit dem Landwirt eintritt in den Dialog, erstmal Verständnis zeigt und ihm sagt, pass auf, ich kann durchaus verstehen, dass du jetzt hier deine Spritzung in der Vollblüte machst, aber sehe auch, ich habe jetzt ganz, ganz große Angst, dass es hier in meinem Absolut nicht zu einer Rückstandsproblematik kommt. Ja, und das wird die Tanke schon, auch wenn die erlaubt ist, wenn du die machen darfst jetzt. Und den Wert unterschreitet. Ne? Dann genau, dann. Und dann geht das weiter, dass ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht habe, wenn ich dann plastisch mit denen rede, weil Landwirte haben ganz oft nicht so richtig das Gefühl, was ist denn so ein Bienenvolk wert? Ja? Also wenn das zum Beispiel, wenn ich dem Landwirt sage, Mensch, hier ein Bienenvolk, das von mir hier steht, ist so viel wert wie eine Zuchtsau, dann kriege ich das für ihn schon mal so eine Nummer. Und ein LD50-Wert in der Pflanzenschutzmittelzulassung ist ja nur einer von vielen Parametern. Nein, nicht bei der Stopp, Fehler, nicht bei der Zulassung. Bei der Frage, das ist ein Unterschied, bei der Frage, ist diese Biene vergiftet oder nicht? Das wird uns aber immer im Mund rumgerechnet. Das ist aber jetzt nicht mein Problem. Ja. Was ich versuche dann den Landwirten zu sagen, dann stelle dir mal vor, ich hätte neben eurem Schweinestall 10 Bienenvölker stehen. Ja? Und da würde ich jetzt was reinkippen, ja, was nicht B4 ist, sondern Schweinvier. Und dann sind nach 2 Tagen 50% eurer Schweine tot.
In dem Moment kann ich da den Landwirt auch zum Nachdenken. Ja? Und nur so kann das gehen, nur mit solchen Beispielen und nur, wenn man so miteinander umgeht. Ich würde das Bild noch ein bisschen verdeutlichen. Der Schwein 4 wird noch mit dem AHL ausgebracht, das gar nichts hat. Und dadurch wird es zum Problem. Das ist ja, manchmal ist das Schwein 4 gar nicht so schlimm, aber das AHL macht die Sache lustiger. Ja, aber grundsätzlich ist es halt so, Netzmittel, Netzverstärker. Ich glaube, dass wir das wird der ein oder andere von euch bemerkt haben, also dass die Landwirte, gerade die jungen Landwirte auch sehr, sehr offen mit dieser Problematik umgehen und auch sehr, sehr konstruktiv damit umgehen und sagen, Mensch, da kann man über alles reden und da kann man also miteinander sehr, sehr viel erreichen. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen dann auch der Tenor aus diesem Workshop aus sein. Ja. Das noch ein Wort zu dem, wo habe ich das schwarz auf weiß? Gibt es Studien, gibt es die und glauben ihr das? Also die EU hat sich, wenn man jetzt das Neonic-Verbot hernehmen, ja, da gibt es ja auch so Fragen, die eine sagen, das ist politisch motiviert. Ja? Und die haben ja sich wirklich gerungen. Die haben gesagt, wir verbieten es erstmal vor 2 Jahren, dann schauen wir mal, dann kriegen wir neue Studien. Und dann waren die 2 Jahre rum, dann haben sie gesagt, wir sind noch nicht so weit. Und dann haben sie nochmal Zeit geschoben. Ne? Und jetzt haben sie es aber wirklich verboten. Dann haben wir da ganz viele Ausnahmen gemacht. Diese Studien, die zum Verbot von den Neonics geführt haben, waren zum Beispiel nicht die Unterlage vom Deutschen Bienenmonitoring. Die nicht. Aber es waren über 350 Studien. Kann man alle anschauen, aber es ist Englisch. Ja, und jetzt kannst du eigentlich sagen, du legst schon deine englische Studie und sagst, guck, versteht es. Glauben. Ich glaube, wenn einer dir das nicht abnehmen will, findet er immer einen Grund, dir zu sagen, ey, schwierig. Aber du kannst ihm eins klar machen, dass er ja mit seinem Tun, im Gegensatz zu deinem Tun, nicht im Glashaus sitzt. Und das ist ja schon mal wichtig, wenn er sagt, ich will das verstehen, oder er will es nicht verstehen, wenn er es nicht verstehen will, dann wird es immer schwierig. Man muss ja praktisch auch denen immer wieder die Bereitschaft, außer willst du mir wirklich zuhören und nicht um Glauben. Die Fakten, die wirklichen Fakten sind jetzt mal die elementaren Fakten, die ich euch gezeigt habe. Allein die Auflagen, sprich das, was erlaubt ist und verboten ist, oder ist jetzt, fahre ich nur 70, wenn ich weiß, ich sehe da der Radarkasten und die Blitzsäule, dann halte ich mich dran. Und ansonsten mache ich halt 10 Kilometer drauf. Verstehst du? Das allein reicht schon, dass es Probleme gibt bei den Bienen. Das ist, auch wenn es nicht verfolgt wird, schwierig. Wir werden, das muss ich auch echt verschweigen, wir haben Hausaufgabe bekommen, wir haben verstanden, ich denke es, oder? Ein bisschen mehr Fakten noch mit unterlegter Studie, das können wir liefern, beziehungsweise wir werden da wieder auf Leute zugehen, die uns das machen. Das kommt. Aber wir brauchen auch von euch Unterstützung. Ja? Und eine von denen ist am 29. April in Bonn. Wenn dann noch 5 Hansel stehen und sagen, Bayern, du machst da was, das ist nicht ganz okay, dann ist das eine Frage der Glaubwürdigkeit. Glauben, ne? Vorhin. Und anschließend sind wir selber wahrzunehmen für den Ausdruck. Da heißt es, der Koch ist immer nicht. Ja? Ich habe auch Aktien. Was für ein Kostet hat man nicht? Ich kenne grundsätzlich auch dieses Problem mit den Landwirten, denen man was zu erzählen muss, denen man nicht was zeigen. Also ich habe immer den Eindruck, dass sie eine sehr hohe Gesprächsbereitschaft haben, ja. Aber letztendlich kann man mit diesen Fakten nicht wirklich überkommen, außer man stellt sie mal zusammen. Ich habe es bei der durchwachsenen Silvia mal gemacht, dass ich in unserer Firma mal eine Broschüre erstellt habe und die dann letztendlich auch mal den Landwirten in die Hand gedrückt habe. Können wir denn sowas nicht auch vielleicht für den Bereich mal? Finden sich hier nicht 4, 5, 6 Leute, die mal redaktionell was aufbereiten können?
wir haben schon sehr viele Schriften in unserer Rundschreibe unserer Mitglieder mitgegeben und machen die Erfahrung, dass es alles nicht so richtig gelesen wird. In unserer Rundschreibe steckt sehr viel Wissen schon drin, auch die Links, wo man diese Studien findet, und stelle aber wieder fest, dass das Thema Problem Pflanzenschutz, ist, also ich sage es mal, wenn ich da einen Vortrag mache da unten, ne, dann ist das halt viertel voll, wenn der Paul Jungels kommt, dann haben wir zu wenig Stühle. Es interessiert sich nicht so. Das ist das Problem eins. Und jetzt ist die Frage, wo steckt man die meiste Energie rein? Wenn wir mit Bilder kommen, was der Frank der vorhin gesagt hat, also mit nachvollziehbar für den Landwirt in seiner Sprache nachvollziehbar Bildern, sind wir, glaube ich, zunächst in kurzer Zeit mal schneller am Ziel. Weil die Sprache versteht jeder. Du brauchst auch immer eine kurze Zeit. Ja, weil das YouTube-Video habt ihr ja jetzt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es in YouTube. Ne? Das kann jeder nochmal nachgucken und kann ja gucken, stimmt das jetzt wirklich, was hat der Stoffkopf gesagt hat, oder war man gerade irgendwo anders. Also, der war eins dann der Wichtigste. Dann ist da hinten. Hast du Zeit? Ja. Ich muss dann langsam, jemand darf jetzt dann noch meinen Job übernehmen, weil ich habe die nächsten Termine. Wir haben im Bergischen Land seit 2010 drei Treffen gemacht, Bauerntreff Jüngerbach. Ja. Wir haben da offen darüber diskutiert, alles auf hier eingefordert wurde. Nicht jeder Bauer ist fachlich so super aufgestellt, denn er weiß, was er umfällt ausbringt. Ist dabei klar rausgekommen. Die Pflanzenschutzmittelberater, die hier gerade angesprochen worden sind, sind angewiesen auf dieses Geschäft, und wenn die kein Konzept zur Verfügung stellen, was wirkt, werden die im nächsten Jahr nicht mehr angerufen. Die stellen dann einfach alles zur Verfügung, was sie haben. So, und wir bräuchten eine interessenneutrale Forschung. Der Ingo Lauer hat gestern gesagt, wir haben keine neutralen Bieninstitute mehr, die forschen. Wir brauchen eine neutrale Forschung, die vielleicht auch über Steuermittel finanziert wird, die der Chemie, dem Landwirt, dem Imker helfen. Und zum Thema fair bezahlte Milch, ich habe in meinen Vorträgen über ein paar Jahre lang eingefordert, zum Beispiel ein Transfer für Bauern, wie es Milch gibt. Unten in der Halle steht Sternenpferd, ein Zelt. Und die machen genau das, die haben sich irgendwann bei mir gemeldet, die verbreiten die Adressen der Landwirte, die bestimmte Discounter mit fair gehandelter Milch verbreiten. Die Leute gibt es und die machen eine super Arbeit, die stellen Werbemittel zur Verfügung, man kann sich einfach an die wenden, die schicken ganze Kartons voll Krempel. Und bei allen Treffen, bei allen Veranstaltungen bringe ich dieses Material mit und die Discounter reagieren darauf. Das sind also positiv, also gibt es genug. Jetzt war da nochmal irgendwo was ich meine. Ja. Gut. Es geht jetzt vielleicht nicht um die Diskussion mit den Landwirten, also mit den Landwirten. Ich war in Berlin an der Informationsveranstaltung Aktionsplan Insektenschutz von der Bundesregierung. Und da wärst du, Christoph, eigentlich sehr gut gewesen auf dem Podium für die Diskussion, weil man den Leuten klar in Worten beibringen können, wie es eigentlich läuft, was falsch läuft und eben auch Rückstände mit Bogen und dass man das nachweisen kann. Das wäre. Ja, der schaut immer auf mich. Leute, das geht nicht mehr gut. Ich bin mein Gedeck und dann fällt das alles. Ja, ja. Ihr müsst besser werden. Ihr. Jeder muss da fit werden. Mehr oder weniger gut. Ja, dort ging es auch um Geldverteilung. Ja. Also Geldverteilung für die Forschung und für die Landwirtschaft. Und mein Vorschlag ist, wir machen da was, wir gehen dahin und schlagen das zum Beispiel vor zum Bodenmonitoring. Man arbeitet es aus und sagt der Bundesregierung, ihr wollt was tun für die Insekten, ihr gebt da Geld aus, gebt uns Geld. Die Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim macht ein Pollenmonitoring. Und ich kriege die Daten leider nicht, es gibt aber welche, die haben sie. Ja, aber nicht offiziell. Es ist Geld, das von irgendjemandem gekommen ist. Es ist nicht einmal unbedingt Geld gewesen vom Staat, sondern von der Gesellschaft der Freunde der Landesanstalt für Bienenkunde. Und trotzdem sagt man dort nur, ja, das ist alles okay. Und
Und ich sehe dort das Netio Carp und das ist der Weg, dass dieses, noch jetzt auf die pneumatische Sämaschine zurückzukommen, dass es noch ein Problem gibt. Also selbst wenn wir die Fakten haben, können wir schlecht operieren. Du kannst ja mal sagen, vielleicht tun sie es der Schweizer Airbus oder die uns. Ne? Vielleicht eine Lösung oder irgendwelche andere Leute. Wenn ihr eine, je mehr ihr fragt, und die Courage, das ist ja das, was ich euch auch jetzt machen will, mache ich jetzt Mut, Courage zu zeigen. Ja? Und wenn wir zusammenstehen, ja, und da den Bauch reinlassen, dann haben sie Respekt. Schaut mal, warum ist die ganze Bienendiskussion so in den Medien drin? Das hat was mit den couragierten Leuten zu tun, die rausgegangen sind, bevor die gesagt haben, Leute, da stimmt das nicht. Ja? Und wir sind ohne Argumente gekommen und gesagt, wir sehen was in unserer Bienen und das ist nicht mehr in Ordnung, das hat vorher nicht gegeben. Vorher nachher Effekt. Ne? Ja? Und dann waren natürlich auch die Beweise da, ich muss auch manchmal Kraft an der Stelle dann schon, seit der 2008 mit einer sacktoten Biene in der Zeit nach Braunschweig gefahren ist, vor die Tür stand und gesagt, ich gehe da nicht weg, bevor ich weiß, was da drin ist. Mama, es gibt genug Rentner, die so viel Zeit haben, da zu warten. Ich habe es ja nicht gehabt. Aber ich habe ihn auch. Also, wie gesagt, wir müssen da zusammenstehen, denn was ist das ganze Thema, ist das, wir wollen doch eigentlich nur gesunde Bienen. Und tut mir leid, ich muss jetzt an der Stelle ein bisschen die Bremse reinhauen, da ist ja Frau Hirt vom SWR da, die will was von mir. Hat der Grund, warum sie es von mir will und nicht von euch? Ja, es sind noch garantiert viele Fragen offen und unter anderem. Der Horst ist noch da und Horst ist so kompetent, Frank ist schon raus. Ich muss jetzt euch verlassen, ich mache an der Stelle Cut. Du übernimmst das Mikro und ihr könnt dann noch ein bisschen ausdiskutieren. Ich lasse alles da stehen. Ich komme.